verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hey und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines. Ihr werdet es nicht glauben, Freunde. Haltet euren Atem an. Ich zähle runter. 3, 2, 1. In Bestbesetzung. Es gab, also ich habe die Spekulation schon gelesen. Ihr habt es doch gelesen. Da wurde doch schon wieder das Transferkarussell bemüht. Aber so ist es nicht. Wir sind real geblieben. Ist alles beim Alten. Da ist Jonas, da ist Ivi, da ist Falki. Und wir sind zusammen hier. Es gab ein Transferkarussell? Was soll das heißen? Hey, die Leute haben da wieder spekuliert, ob da ein Wechsel kommt. Ob wir da jemand von Kräuter Fürth eingekauft haben. Ob so eine Leihgabe an Leipzig gab. Aber nee, alles beim Alten. Wenn einen sehr teuren Spieler von Gemischtes Hack eingekauft hat. Oder genau weißt, oh, der ist geliehen. Der wird auf gar keinen Fall bleibt in die ganze Saison. Jetzt habe ich gar nicht da drauf geguckt. Kannst du bitte nochmal ganz kurz gucken, was da alles auf 5 bis 6 steht? Danke, Ivan. Ja. Okay. Geil, das schneiden wir. Nö. Hi. Das bleibt Hi. Drin. Hi, wir sind zurück. Wie geht's euch, Jungs? Seid ihr fit? Seid ihr frohen Mutes? Seid ihr gut gelaunt? Frohen Mutes ist ja. Ein schönes Seite. Seid ihr so richtig? Ja. Frohen Mutes. Ja, ich fühle mich gerade wie so, wir hatten ja gestern einen wundervollen Tag. Ach, ich bin toll. Gestern 13 Kilometer auf 2 Runden auf dem Tempelhofer Feld gelaufen. Nicht schlecht. Das war sehr schön. Hab dabei diese Windgleiter, Winddrachen beobachtet. Gab es so eine, die war so eine krasse Schlange. Die war so riesig. Hat keinen Sinn gemacht, dass die, naja, auf jeden Fall war das richtig warm. So müssen sich damals so Bauern gefühlt haben, wenn die so im Winter, ich weiß, so richtig Glücksgefühle. Also, ich glaube nicht, dass sich Bauern so gefühlt haben, wie du, als du übers Tempel überfällt. Nee, aber das war so dieses. Ich glaube, es ist eine andere Gefühlswelt. Ich glaube, so, wir haben es geschafft. Ah, ja. So, ja. Alle Kinder leben noch. Ja, es leben nicht alle. So, wir haben 2 verloren, die wir zum Glück eh nicht mochten. Und ich glaube, das ist eher die Energie. Genau, und dann bin ich da und jeder war natürlich auf dem Tempelhofer Feld. Ja, gestern war voll, ne? Und genau, deswegen, also gerade bin ich eigentlich ganz gut. Ich bin durch die Kleingärten gelaufen und das ist so ein Geruch, da ist mir wirklich ganz kurz die Tränen gekommen, weil das so ein Geruch aus meiner Kindheit ist und zwar Feuer, kann man das so sagen. Nee, aber manchmal auch so Kleingärten. Das klingt auch nicht gut. Also man macht ja wieder sauber, man macht ja den. Da wird alles so mit einem kleinen Feuer verbrannt. Und dieser Geruch, dieses Verbrennen von Holz ist einfach nur. Ach, magisch. Ja, ich weiß nicht, gibt es so Gerüche, die bei euch so einen ganz starken emotionalen Trigger irgendwie auslösen? Billiges Pressspanholz. Wegen Poco? Nee, nicht wegen Poco. Aber ich kann mich erinnern, als wir damals ins Haus gezogen sind. Ich habe, bis ich 8 war, in der AWS gewohnt, in Peitz, in der Arbeiterwohnsiedlung. Mhm. Und dann sind wir in unser Haus gezogen. Und die ersten Sachen, die gekauft wurden, vor allem für mich, waren halt übelst billig. Einfach so ein billiges neues Jugendzimmer, was da oben reingeballert wurde. Ja. Es hatte so einen billigen Pressspan-Geruch mit so nasser Farbe, weil wir sind ja viel zu früh da eingezogen. Es war alles noch Baustelle. Ja. Und da hat man so mein Zimmer so notdürftig fertig gemacht. Und das für mich ist so ein Kindheitsgeruch, ist billiges Holz. Aber ich dachte, du hast im Keller gewohnt. Das kam erst später. Ja, da war ich schon zu. Chapter. Das war gar nicht Chapter 1. Ich habe angefangen, das richtig zu nerven, Mann. Ja, es war ab in den Keller. Es war wirklich so, ja. Du Harry Potterst ab jetzt. Würdest du deine Wohnung extra jetzt so einrichten, damit dieser. Aber willst du nicht, dass dein Kind auch das teilt? Ja. Was? Den Geruch von frischer Farbe. Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Ich möchte nicht, dass mein Kind, wenn es aus dem Fenster guckt, so doll nach oben gucken muss, weil es im Keller groß wird. Also das würde ich gern vermeiden. Ja. Das, und ich hatte das gestern übrigens mit Gerüchen auch, weil ich hatte gestern Abend eine Show und bin dann noch ein Stück spazieren gewesen, bevor ich mir ein Auto gerufen habe. Und Berlin hatte so einen richtigen Frühlings-Berlin-Geruch. Ja. So das erste Mal. Mhm. Wo man so anfängt, den Winter zu verzeihen. Ja. Und das war übelst geil. Wo man so die frische Geruch. Pisse wieder riechen kann. Oder? Ja. Aber man freut sich so ein bisschen, weil es ist Pisse mit. So, Berlin mit der Freude des Frühlings. Genau, und es ist ja, Berlin ist ja auch sehr grün. Das ist ja eins der falschesten Klischees von Leuten von außerhalb, ist, dass Berlin nicht grün ist. Das heißt, du hast so ein bisschen Bäume auch unter der Pisse. Wir sind, und das ist echt geil. Die zweitgrünste Metropole Europas. Wer schlägt uns? Stockholm oder sowas. Ja, ist Arschlöcher. Und wir sind, glaube ich, jetzt die größte Stadt in Europa seit dem Brexit. Hm. Wirklich? Ja. Paris ist kleiner? Ja. Meine Mutter hat mir gestern erzählt. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Aber ja, so viel dreckiger. Ne? Also Paris, da muss ich ja gar nicht mehr hinfahren. Auch größer als Rom? Ja.
Krass. Ja, Rom wundert mich gar nicht so sehr. Wir sind halt sehr weitläufig. Ja, genau. Ich glaube, bei Rom Einwohnerstärkste. Ja. Rom, du bist ja am Kolosseum und da ist ja der Turm von Pisa und dann und so, weißt du. Also, was ich damit sagen will, ist, Berliner Arroganz ist jetzt wieder da. Also, ja, lieber nie weg. Also, ja. Aber jetzt sind die Stats auch dahinter. Also jetzt können wir wirklich. Ja. Jonas, Gerüche. Weil welcher Geruch bringt aus dir eine kleine Träne hervor? Ich merke, wie falsch dieser Satz klingt. Das war so ein bisschen. Morgenfernsehen. Nee, für mich war es gerade Hotel Matze. Also, ah, ja. der hat auch immer so ein ganz. Können wir auch nochmal drüber reden. Also Matze, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, als die Kuttner bei dir war, ja, da hättest du ja mal dazwischen grätschen können. Hat er nicht? Ja, der grätscht gar nicht dazwischen. Nee. Ne? Ich habe so ein bisschen so 2-3 Folgen gehört, weil man muss ja sagen, der hat ja wirklich die besten Gäste. Ja. Das muss man wirklich sagen, das Booking von Hotel Matze ist astrein. Und ich habe angefangen wegen Jan Ullrich. Mhm. Also der ostdeutsche Held nach Angela Merkel ist ja Jan Ullrich. Und dann habe ich so gemerkt, Jan Ullrich, spannender Typ, super interessant, aber der sagt ja gar nichts. Also der lässt ja alles passieren. Ich glaube, der wurde eine Zeit lang so krass ausgequetscht, dass er irgendwann reden für sich, das war dann irgendwann raus. Weißt du, was ich meine? Naja, Leute haben ihn, das war doch der Fahrradfahrer. Nee, ich meine, dass der Moderator, Matze Hirsch. Ach so, ja. Ich dachte, du meinst Hirscher? Den Gast, Jan Ullrich. Nee, du, Jan Ullrich war super chill, aber das ist immer, der hat so einen Interview-Stil von jemandem, der dann immer so lange Pausen lässt und dann mit so einer tiefen, sexy Stimme dann so, ja, was haben wir noch? Und das ist immer so, das ist nicht mein Stil von Interviews. Ich bin so, ich brauch's schnell, ich brauch's dreckig, ich brauch's am Menschen. Da bin ich nicht so warm mit geworden. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin's mir zu... Ich überlege gerade, als ich ihn gehört, ich habe einmal reingehört, als die Sarah Kuttner Bauerfeind-Folge... War das, nachdem Sarah Kuttner es für eine geile Idee gehalten hat, das N-Wort zu sagen? Ich glaube, die Debatte ging da einfach nochmal los. Und sie hat es ja auch nicht gesagt. Es ging darum, dass sie es in ihrem Buch hat. Ah. Weil sie hat ein Buch über ihre Kindheitserinnerung irgendwie geschrieben oder ihre Familie. Und da kam halt vor, dass sie die hatte irgendwie eine Puppe, die schwarz war. Und da hat sie halt beschrieben, wie Leute darüber geredet haben. Und die haben halt damals, Ostberliner halt, ne, N-Wort-Puppe dazu gesagt und solche Sachen. Und sie hat das einfach 1:1 wiedergegeben. Mit Quotation Marks? Das weiß ich nicht. Über Bande quasi. Genau. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn das ist, was gesagt wurde, wäre es auch super weird, so zu tun, als wären die alle sehr viel fortschrittlicher gewesen. Mhm. Also das wäre ja auch irgendwie so Geschichtsgreenwashing. Also ich sage mal so, meine Haltung dazu ist es die, die gerade die Mehrheit hat. Also was auch immer, schreibt uns gerne, was ich zu denken habe und ich übernehme das. Okay. Also da habe ich mich entschieden, da mache ich gar nichts mehr. Da gebe ich das Selbstdenken ab und ihr sagt mir, was richtig ist und dann nehme ich das. Wie viel Prozent muss die AfD haben, bis du anfängst so zu reden wie die? Naja, er trägt schon blau, das ist er passt sich schon an. Ja, bald kommentiere ich in unserem Chat nur noch mit so blauem Herz, wie unter so einem räudigen TikTok. Gerüche, ich glaube tatsächlich, obwohl ich nie Kaffee getrunken habe, weil meine Eltern immer morgens Kaffee getrunken haben. Kaffee in der Küche hat so einen wohligen, warmen Effekt immer für mich bedeutet, weil wir so eine warme Küche hatten und dann roch's da immer so nach frischem Kaffee und vielleicht auch Toast, so die Mischung. Mm. Das war auf jeden Fall was, woran ich mich jetzt am ehesten erinnern würde. Ich überlege, bei mir, glaube ich, mein Kind hat noch so ein frisches Booster-Pack, was aufgemacht worden ist, diese Karten. Die Karten haben immer geil haben so einen ganz komischen Eigengeruch. Sehr chemisch, oder? Sehr chemisch, aber so trotzdem nach irgendwas. Also ich kann dir gar nicht sagen, nach was es riecht. Es ist wahrscheinlich irgendeine Chemie. Es ist ja alles Plastik und so und Folien. Aber ich kenne den Geruch auch noch. Der war ganz geil. Der war ganz markant. So ein bisschen wie Thymian. Ja. Nee. Ja. Nicht wie Thymian, sondern dieser markante. Ah, okay, dass du meinst, du riechst es und kannst sagen, das ist Thymian. Ja. Genau. Ja. Was glaubt ihr, wie viele Gewürze ihr am Geruch erkennen könntet? Ja, mein Geruchssinn ist ja zerschossen. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Geruch ist schwierig. So, ich kann ich Salz und Zucker auseinander riechen? Nein. Ich Salz und Zucker. Nein. Sie sind geruchslos. Nee, Moment. Ja. Wenn du Pfeffer riechst, kann es sein, dass du niesen musst. Das ist keine. Aber Salz und Zucker sind geruchlos. Pfeffer hat auch einen Geruch. Das heißt, wenn mir Salz jetzt jemand... Aber er hat Salz und Zucker gefragt. Nee, du hast Salz und Pfeffer gesagt, oder? Nee, Salz und Zucker. Das ist ja super weird. Ja, die sind beide geruchslos. Genau. Ja. Wir sind, glaube ich, auch beide streng genommen keine Gewürze. Sondern Lebensmittel. Ja. Ja.
Aber was glaubt ihr, jetzt mal ehrlich, schätzt mal, was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt, ich habe ja so ein, das können wir so exakt rausfinden, ich habe ja ein riesiges Gewürzregal, wenn ich nächste Woche ich bin da raus. Ich glaube, nee, aber dann sagst du null. Du würdest nicht null erkennen, Jonas. Dafür kochst du ab und zu. Man schmeckt ja auch. Du kriegst mehr als null hin. Nee, aber ich schmecke das dann. Mein Geschmackssinn funktioniert. Also, was passiert dann ist, dass da so ein Partikel reinkommt in die Nase und dann irgendwie genau, mit dann dem. Riechst du das. Genau, du riechst. Aber glaubst du nicht, dass du Thymian erkennst, wenn ich dir Thymian hinhalte und dann zähle? Er müsste extrem stark riechen. Ah, okay. Minze kriege ich hin, ich glaube, Basilikum kriege ich hin. Sind Kräuter. Also, ich kann mich halt daran erinnern. Aber wenn man die jetzt hackt. Dann sind es gehackte Kräuter. Nee, aber und dann trocknen lässt, dann sind es Gewürze. Dann wird es langsam zum Gewürz, ja. Nee, es gibt ja auch Basilikum und so. Ja, aber es sind trotzdem eher Kräuter. Warte mal, wieso, was genau, was definiert denn ein Gewürz? Das ist eine sehr gute Frage, kann ich nicht beantworten, würde ich googeln. Aber du hast gerade so selbstbewusst gesagt, dass das kein Gewürz ist. Genau. Also du musst ja eine Definition haben. Mhm. Aber alle manchmal? Gewürze fangen doch als Kräuter an bestimmt. Nee. Eine Art von Kraut. Okay. Er hat nicht Unrecht, das sind alles so Strauchsachen und so weiter, die auf dem Boden wachsen. Also. Ja, aber ich sag mal so, wie oft kauft ihr getrockneten, kleingehackten Basilikum? Die Antwort ist übrigens null, das gibt's nicht. Ja. Und wie oft kauft ihr Pfeffer? So, das eine ist ja wohl offensichtlich ein Gewürz. Nee, Moment, das stimmt nicht, Basilikum gibt's getrocknet. Ja. Ich hab den zu Hause. Das sieht dann so. Das sieht aus wie Weed. Genau. Das ist ja der Klassiker, wo in der Schule Leute das verkaufen. Getrocknetes Basilikum, seid ihr euch sicher? Ja, kannst du bei Rewe kaufen, ganz normal. Getrockneter. Mache ich oft, wenn ich keine Zeit habe, einfach so in die Tomatensauce. Wow! Rein. Wirklich? Ja. Das ist ja ekelhaft. Kannst du es auch freeze-dried kriegen. Aber ich gebe euch einmal kurz Definition von Gewürz. Wahrscheinlich habt ihr nämlich recht, obwohl Minze für mich trotzdem ist eher ein Kraut. Aber ich lese mal vor, okay? Gewürze sind Pflanzenteile, und jetzt kommt's, Blätter, Blüten, Rinde, Wurzeln, Früchte, Saft. Also deswegen wird Basilikum und Minze in der Logik auch ein Gewürz sein. Ja. Die wegen ihres natürlichen Gehalts an Geschmacks- und Geruchsstoffen, ätherischen Ölen, als würzende oder geschmacksgebende Zutaten bei der Zubereitung von Speisen, Getränken aller Art eingesetzt werden. Sie kommen frisch, getrocknet vor. Ja, nee, dann wird Basilikum Gewürz sein. Ich kenne ein Gewürz, das nicht unter diese Definition fällt beim Kochen, was unglaublich wichtig ist. Wirklich unglaublich wichtig. Glutamat. Scampi. Wir haben alles selber gesagt. In meiner Welt habe ich das selber. Das gehört. Wichtigste Gewürz. Ja. Und die Hand von Mutti. Ja, aber sagt mal jetzt mal eine Zahl. Ich sage dir, was glaubt ihr, wie viele Gewürze ihr kennt? Ich bin ja eh nicht so bewandert. Ich glaube schon, dass ich so drei, vier Sachen erkennen würde, weil die einfach sehr markant sind. Mhm. Ich glaube, ich würde Zimt würde ich irgendwie so erkennen. Ja, ich würde auch, glaube ich, Paprika oder Knoblauch erkennen, aber ich glaube mehr nicht. Was sagst du? Wie viele würdest du dir geben? Weil ich glaube nämlich auch, dass du einen, du wirst nicht null erkennen, das also glaube ich nicht. Nee, ich erinnere mich an mehr, aber du musst einfach verstehen, dass meine Nase nicht funktioniert. Also wie soll ich mich an irgendwas, wie soll ich irgendwas erkennen? Aber glaubst du nicht, wenn ich dir so frischen, gemahlenen, schwarzen Pfeffer unter die Nase halte, dass kichelt? Dass ich dann niese, ja. Ja, genau. Aber dann wirst du ja auch schon, okay. Wie viel würdest, was sagst du denn, wie viel du schaffst? Du schaffst bestimmt locker viele, ne? Wenn du dich so ausgibst. Einmal durchrechnen. Wie viele Gewürze hast du denn? 50 ungefähr. Von 50, wie viele würdest du schaffen? Ja, einige sind schwieriger als andere. Das ist eine geile Challenge eigentlich. Ja. Paprika hat ja zum Beispiel auch wenig Eigengeruch, so Paprikapulver. Ja. So Chili-Zwiebeln. Vielleicht, ich glaube, ich schieße ein bisschen zu hoch, wenn ich sage 30. Wahrscheinlich kriege ich 30 hin. Das ist schon echt. Aber dann hast du so eine Scheiße, wie da hast du so Boxhornklee neben Koriandersaat und bist so, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Das ist dann, sehr wie ich behaupte, dass ich jede Cola mehr oder minder auseinanderhalten kann. Das wollten wir noch machen. Weiß ich dann das auch nicht, ob hin. Das stimmt, welche Cola ich geholt habe. Ja. So. Ich würde gerne eine Sache erzählen. Weiß ich auch nicht, wenn ich mehr. Ich möchte gerne zum Gewürz noch ganz was sagen. Ja. Wir haben ja neulich die Kritik bekommen, dass Zimt ein wichtiges Gewürz ist in der arabischen Welt. Und ich habe angefangen. Ich muss mich kurz wieder beruhigen. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und er hat nicht Unrecht. Er hat nicht gesagt in der arabischen Welt, er hat gesagt, Zimt ist ein gängiges Gewürz beim Würzen von Fleisch. Und das hat mich wütend gemacht, weil es ist nämlich kein gängiges. Es gibt einige Landesküchen, die damit arbeiten. Ja. Die meisten Landesküchen der Welt tun es nicht. Aber du darfst ja nicht vergessen, ich einmal ganz kurz dass die arabische Küche sich über ungefähr 21 bis 22 Länder verteilt. Ja, yep. Absolut. Und das ist schon ein ziemlich großer Teil der Welt. Mhm. Das ist so ein bisschen so, wie die lateinamerikanische Küche eine Menge gemeinsam hat auch. Und also ich glaube, kaum jemand hat das Wissen über die ganze Küche von so einem großen Nein, Raum. Das ist völlig unmöglich. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es so wirklich so eine Region gibt, wo das
vielleicht wirklich gängig ist, aber das ist einfach nicht kommerziell. Nein, es gibt sogar viele Regionen, wo es gängig ist, aber ja, es ist nicht überall komplett normal. Ja. Also geh mal nach Italien und versuch den mal Zimt, kriegst du wirklich eine Ohrfeige. Ja. So, also es stimmt auch nicht immer. Ich muss mich schon wieder rechtfertigen, das macht mich immer noch wütend. Aber Italien ist ja auch kein... ist ja keine gute Küche auch. Nee, kein arabisch... Nein, aber ich sag's nochmal, in der Nachricht stand nicht, ach, dass so ein gängiges Gewürz in der arabischen Welt ist. Ach so. Sondern nee, uns wurde vorgeworfen, wir kochen wohl nicht so gerne, weil wir das nicht wüssten. Ah, ja, er hat irgendwie das Kommentar. Beispiel über Shawarma oder sowas gebracht, ja, glaube ich. Was ja absolut stimmt. Das ist nämlich das Einzige, wo ich mir gar nicht so sicher bin, weil das wird ja am Spieß gemacht. Aber es hat einen Rub. Ich glaube, in dem Rub ist... Ja, genau. Ist aber nach der ersten Schicht, wie oft wird da so, nochmal ja, Zimt drauf? Ach so, ja, da bin ich mehr gerubbt. Nee. Da bin ich also mehr gerubbt. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen fremd gewesen, ja, für mich, dass er das gesagt hat. Mhm. Weil ich so ein Adana wäre ein besserer Beispiel. Wenn ich wieso? Da könnte es, glaube ich, auch mit reinkommen. Ich hab da noch nie Zimt rausgeschmeckt. Ich glaube, der türkischen Küche weiß ich auch gar nicht, ob Zimt. Ich glaube, Zimt ist auch so eine Sache, das ist wie Kümmel, das schmeckst du nicht immer raus, das ist für die Tiefe. Ich finde aber, also Kreuzkümmel ist sehr geschmacksintensiv. Mhm. Also ich habe mir ja vorgenommen, Bananenbrot zu machen. Das, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Ja. Das ist irgendwie gerade. Du bist einfach eine junge Frau in ihren 20ern. Ja, genau. Du, aber so ein gutes Bananenbrot, da sagt niemand was. Ja, da kommt doch vielleicht Zimt dazu, wer weiß. Ja, da kannst du bestimmt Zimt ran. Ja. Safe. Genau. Jonas, wir hatten eine Challenge, du warst nicht da. Mhm. Jonas und ich haben über Klimmzüge auch, über eBay Kleinanzeigen gesprochen. Ich habe ein paar Sachen wieder, ich bin wieder im eBay Kleinanzeigen-Game drin und wir haben über das fantastische Sortiment, was Jonas bei ihm zu Hause schlummert, und wir haben den Plan, Falk, dass wir Stück für Stück das verkaufen. Mhm. Und endlich Platz schaffen in Jonas seiner Wohnung. Mhm. Finde ich gut. Und das Spiel geht folgendermaßen. Ich möchte einmal sagen, ich habe Ivan auch gefragt, ob er das für mich machen möchte, und er hat gesagt, nein. Ja, ich wollte nicht hin. Ich glaube, hättest du es zu mir gebracht, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Ach, alles gut. Ja. Und das wird einfach bei mir verschimmelt. Das war so ein Moment, der, in einer parallelen Dimension bist du jetzt aufgestanden und hast gesagt, wenn wir Freunde wären. Ja, würde so einen Scheiß gar nicht machen. Dann bist du so heulend rausgerannt. Ja, und dann, ja. Wenn das würdest so du gerade vor mir mit deiner neuen Freundin telefonieren. Ja, ja. Ey, du kannst nächste Folge auch was mitbringen. Nee, ich hab eh nur. Ich glaube, Jonas hat einfach den spannenderen Scheiß. Wer weiß? Das glaube ich. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich kann Destiny 1 mitbringen für die PS4. Also, das interessiert ja wirklich keine Sau. Krieg verkauft. Aber ja, lass es mal weiterreden. Ich will es irgendwie spannend. Also, Jonas hat geilen Quatsch. Für dich gilt das quasi auch. Du kannst, wenn du möchtest und es sich ergibt, eine alte Schüssel, altes Küchengerät, was du nicht mehr brauchst, gerne her. Irgendwas Interessantes. Irgendwas Interessantes, was ein bisschen Charakter hat. Ja, so. Davon habe ich leider wenig. Und das Spiel ist folgendes: Jonas, also ihr bringt einen Artikel mit. Wir gucken uns den Artikel natürlich an, schätzen, was wir glauben, wie viel er wert wäre. Ja. Und dann ist es meine Aufgabe, den Artikel versuchen, in dieser Preisspanne zu bekommen. Eigentlich höchstmöglich, und dann oder? Müssen wir hier eine Dose, ich glaube, ich packe hier eine Dose hin, nehme diese Lampe hier und dann packen wir jedes Mal das Geld hin, was da reinkommt. Nee, du hast gesagt, du kriegst 10%. Was heißt, wir packen das ganze Geld da rein? Naja, wir machen quasi 10% von... Die Bank kriegt einen Cut und dann kommt das Geld weg. 10% von allem. Also ich würde sagen, wir machen das einfach so lange, bis es keinen Artikel mehr gibt, und dann gucken wir uns das ganze Geld an und ich kriege dann 10% davon. Ach so. Ja. Ist doch viel befriedigender, als wenn... Das haben wir so nicht abgemacht. Aber du wolltest das Geld direkt haben, ich sehe es. Ja, ich bin ein arbeitender Künstler, natürlich will ich das Geld direkt haben. Du könntest doch meinetwegen direkt machen, keine Ahnung. So, Jonas, was hast du dabei? Eine Beschreib erstmal. Pistole habe ich dabei. Eine sehr lange Pistole. Ein Revolver. Ja, das ist ein Duellrevolver, den man also zusammenbauen muss. Nein, ich kriege schon mal auf jeden Fall für den Case krieg ich Geld. Das ist sowieso das, was mein Vater auch gesagt hat, dass er mir das gegeben hat, dass ich zumindest für den Case Geld kriegen sollte. Mhm. Wir haben einen King Case, relativ lang. Ich mach mal auf. Und da ist, ich zeig's mal in die Kamera, da ist eine Klarinette oder was ist das? Das ist eine Querflöte, Nein. würde ich behaupten. Kriegst du die zusammengebaut? Ja, das ist eine Querflöte. Guck mal, das Stück sitzt ja. hier. Geil. Kann man gucken, ob man das zusammenbauen kann, wenn man keine Ahnung hat. Die Querflöte ist so irrational viel cooler als die Blockflöte. Ist wirklich verrückt. Ich spiele nicht mal in einer die Liga. Die klingt auch schöner, finde ich. Weiß ich nicht. Das ist nicht Glaubst du, du kriegst einen Ton aus der? Nee, hast du schon mal super. Ich hab mal von einem Kumpel gezeigt gekriegt, wie man Querflöte spielt. Der war so ein Jazz-Typ. Und das Interessante daran ist, an der Querflöte und überhaupt an diesen ganzen Blasinstrumenten, man denkt ja immer, man drückt auf diese Knöpfe und dann passieren Sachen. Aber das ist gar nicht, also das hat schon, ich vermute so, das sind gar nicht unbedingt individuelle Noten, sondern du machst brummend, während du pustest, selber einen Ton und der wird dann hier verändert.
Also du musst eigentlich singen, während du das machst. Ah. Das ist bei Trompeten auch so. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie es sein kann, dass eine Trompete nur 3 Tasten hat und so viele Töne produziert, das ist, weil die Leute den Ton mit ihrer Stimme machen. Krass, das macht es noch so viel beeindruckender. Ich dachte wirklich, das wäre so... Ja. Wow, ich bin beeindruckt. Geiles erstes Item. Also funktioniert, wenn ich keine jetzt... Keine Ahnung, ob das Ding funktioniert. Ja, das okay. Ist halt interessant. Das ist halt wichtige Fragen für mich. Ich muss ja wissen, was ich da verkaufe. Oh, ich glaube, ich muss die wahrscheinlich noch ein bisschen reinigen. Das ist immer ein bisschen besser. Kann ich noch ein paar Euros raushandeln. Wobei, so schmutzig ist sie gar nicht. Da brauchst du ein spezielles Reinigungszeug, glaube ich, für. Ja. Das kannst du nicht einfach so mit Haushaltskram machen. Aber ich mache so mit Glasreiniger. So richtig dumm. So mit... fantastisch, Jonas. Was wünschst du dir denn dafür? Was glaubst du denn? Was, ja, was glaubst denn? Du? Würde mich auch mal interessieren. Weil das, ich habe ja gar keine Ahnung, was wird das kosten? Ja. 400 Euro. Ich habe keine Ahnung, was, also eine Querflöte ist nicht billig, aber, und achso, ich kann nochmal dazu sagen, also dieses Ding hier, hier steht sogar drauf, das ist eine King 610. Ja. Aus den USA. Steht geil. Hier. King 610. Und, das kommt aus Militärbeständen. Das ist eigentlich von einem Militärorchester gewesen. Und mein Vater hat in einem Anflug von Entrepreneurismus gedacht, er verkauft jetzt ganz viel Zeug auf eBay und hat in Holland bei einer US-Militärbase eine Auktion mitgemacht. Das ist alles besser. Mit jedem Satz wird besser. Sehr gut. Vielleicht wäre es gut zu wissen, hat dein Vater damals also einen ganzen Bestand für einen Festwert oder hat er einzelne Sachen gekauft? Der hat einfach so ein Kontingent gekauft. Okay, das heißt, wir wissen auch gar nicht, was das Ding jetzt genau im Einkaufspreis war. Und selbst wäre der ganze Plan ja immer gewesen, es teurer zu verkaufen, als man es einkauft. Ja. Es ist kein schlechter, ich muss sagen, Lob an deinen Dad, das ist kein schlechter Gedanke. Instrumente altern, glaube ich, gut, wenn man die nicht benutzt, und anscheinend wurde sie nicht benutzt. Doch. Also sie wurde benutzt, aber jetzt lange Zeit. Aber je lange Zeit nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass... Ja, also ich keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall lange. Das liegt schon lange bei mir. Also ich würde auf jeden Fall erstmal versuchen, eine Geschichte darum zu erzählen. Ja. Ja. Weil das ist ja ein Militärorchester, das war die Lieblingsquerflöte. Guck mal, hier steht ein R drauf, hat jemand draufgeklebt. Von Ronald 5503 und der ist in Afghanistan gefallen. Ja. Nee. Und das Einzige, was zurückkam, war seine Querflöte. Also ich würde wirklich versuchen, da eine ganz tolle Lügengeschichte zu konstruieren, weil ich habe gelernt, dass man Lügen Sachen hilft. Dass man Sachen mit Narrative verkauft. Das ist immer die Geschichte. Kaufst du nicht nur das Item, kaufst du das Gefühl. Ich bin sehr confident, dass ich das, ich muss mich ein bisschen informieren, ich werde es gleich nach der Aufnahme alles googeln, ein paar schöne Bilder machen, ich werde den Case nochmal sauber machen, und einen schönen Pressetext schreiben. Genau, ich werde auch das mit dem... Dass hier auf Tour geht. Ja, Tourtermine. Ronalds magische Flöte, die alleine spielt. Ich werde auf jeden Fall in den Text schreiben, dass das von dem Militärorchester stammt. Ich glaube, das ist sehr interessant. Was ist denn mit dem besten Militärorchester der Welt? Hollands. Amerikanisch. Amerikanisch, Entschuldigung. So, ihr müsst ein bisschen... Bisschen lügen. Was, tut doch niemandem weh, außer dem, der es kauft. Ja. Es ist halt ein bisschen verfänglich, dass wir das gerade im Podcast besprechen, wie wir lügen werden. Ja. Also, wenn jemand natürlich von den Zuhörern Lust, also ich muss ja auch unsere Plattform hier nutzen, wenn jemand Lust auf diese fantastische Querflöte hat, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Ja. Was ist denn das Startgebot? Ich würde das nicht unter 50 verkaufen. Ich würde auch. Guck mal nach, was eine Querflöte auf eBay kostet. Ich glaube, es könnte mehr sein. Ja. Selbst wenn sie defekt ist und irgendwie repariert werden muss in irgendeiner Form. Ja. Was ist es? Die King? Falk googelt schon. Okay, sehr King gut. 610 war es, glaube ich. Querfloater. Was heißt Querfloater Das weiß ich nicht. Das ist einfach Flut. Wir haben eine Selma-Querflöte, ein sehr gepflegter Zustand. Die sieht zumindest sehr ähnlich aus wie deine. Ich glaube, alle Querflöten sehen gleich. Stimmt. Wirklich? Ja. Aber das sieht ja sieht sehr ähnlich aus. Oder? Ne? Ja. Ja. Die ist für 50 drin gebraucht und da sind 2 Gebote drauf. Also es scheint einen Markt zu geben. Es geht, also ich sag mal so, hier ist alles dabei. Ich sehe welche für 60, aber ich habe auch schon eine für 400 gesehen. Ja, dann genau, behaupte doch einfach, die war im Krieg. Ja. Guck mal, da habe ich Jonas doch. Querflöte King gebe ich mal ein. Eine King Cleveland haben wir hier für 25. Was auch immer eine Cleveland ist. Das klingt doch vernünftig eigentlich. Ja, das ist jetzt dein Game. Du musst jetzt herausfinden, was kannst du da rausholen. Aber nicht sauer sein, wenn ich es jetzt für 5 verkaufe. Also ich glaube, der Case ist schon 5 wert. Okay. Also das würde mich dann doch wundern. Ich werde nicht zu Spottpreisen das hier verkaufen. Nee, nicht verramschen. Ja, das kann ja auch jeder. Das kann ja auch. Ich kann auch für 3 Cent irgendwas reinstellen und dann auf Abholung setzen. Ah, das ist halt das Ding.
Also es ist schon es ist schon eine Dienstleistung. Aber also ganz kurz, hast du Bilder machen, reinstellen, mit Leuten kommunizieren. Ich habe hier gute Lichter, ich kann das hier gut ausleuchten. Ja. Ich habe gehört, man braucht immer eine Fotobox. Habe ich mal in so einem Ebay-Kurs gesehen. Ja. Ja, wenn man jetzt so, aber ich meine, das ist eine Fotobox. Ja, genau. Das würde schon funktionieren. Ja. Ey, ich bin sehr gespannt, was du rausholst. Okay. Es ist ein spannendes Item, um also, zu verkaufen. Also, ihr müsst jetzt mir ein Pick-up geben. So, wollt ihr, nee, aber eigentlich müsst ihr es unter euch machen, weil wenn ich jetzt den Pick höre, dann bin ich ja beeinflusst. Keine Ahnung. Eigentlich was wir denken, was du am Ende erreichst. Genau, aber es macht ja auch keinen Sinn, das jetzt zu sagen. Aber macht euch mal Gedanken und dann könnt ihr, wenn ich nächste Woche verkauft habe, im besten Fall, dann sage ich euch und dann können wir gleichzeitig auflösen, wer näher dran ist an dem, was ich bekommen habe. Gut, das ist die King 610. Sehr gut. Wenn ihr jetzt anruft... Ja. Kriegt ihr, keine Ahnung, was ihr dazu genau kriegt. Das. Genau das. Ja. Inklusive dieser tollen, aufgeklebten Beweisstücke dafür, dass diese Flöte mal im Krieg war. Für ist eine Kriegsflöte. R5503 und FL34. Mhm. Also das sind, glaube ich, die Kennzeichen von dem Soldaten, der die hatte. Sehr gut, her damit. Sind Militär Instrumentmenschen, sind es Soldaten? Ja, wenn die als Soldaten geführt? Ja, ich glaube, es ist einfach so deren Kurs, für die sich dann so hobbytechnisch anschreiben. Nee, weil die verbringen hauptberuflich, Oder? Soldat sein, aber die verbringen ja so viel Zeit in dieser Kaserne. Ich dachte, dass die hauptberuflich dann Musik machen fürs Militär, aber trotzdem Soldaten sind. So habe ich das gedacht. Das weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, aber... Also früher waren sie auf jeden Fall beides, weil da ist man ja noch trommelt in den Kampf gezogen. Ne? Da gab es ja immer so einen kleinen Drummer-Boy und den Bugle-Boy und so. Da wurden ja noch Signale so versendet, wie sich zu bewegen hatte. Also Sanitäter fürs Militär, die kriegen ja auch nicht eine Waffe in der Hand, weil die Besseres zu tun haben. Und zwar Leute retten. Die haben doch eine Waffe. Die meisten Leute sind ja nicht an der Front. Es gibt wahrscheinlich ein paar an der Front. Ja. Also wenn aber die meisten sind ja ein bisschen hinter der Front. Weil das Problem, müssen wir ja ehrlich sein, wenn so einfaches Fußvolk erschossen wird, hat ja nicht die Value von einem Arzt. Da wird ja leider dann Menschenleben sehr gegeneinander gevalued. Aber deswegen haben die haben mindestens mal Zugriff. Was ist, wenn die Basis angegriffen wird oder sowas? Ja, dann operieren die sich da durch. Hier mit dem Skalpell, also ich glaube schon, einmal hinten rum. Dass sie die Letzten sind, die Waffe dann holen. Ja. Aber ich glaube, wenn so richtig Not am Mann ist, dann die sind auf jeden Fall aus. Die bestimmt auch. Die sind auch ausgebildet. Ja. Wenn Not am Mann ist, Jonas, dann müssen auch wir. Das ist das Problem. Wenn Not am Mann ist, dann muss jeder. Ich mache einen Scheiß. Also wenn ich bin auch im Untergrund, aber die würden auf jeden Fall wollen, dass wir machen. Wenn ich dann mal auf so einer Bundeswehrbasis auftreten sollte und dann werden die angegriffen, dann bin ich so, ihr regelt das schon, ne? Ciao. Würdet ihr für die Bundeswehr auftreten? Also ich glaube, wenn wirklich so meine Familie und Freunde in Gefahr sind. Nein, als Zeller. Achso, ich dachte, auftreten im Sinne von für die Kelle. Also. Wenn meine Mutter bedroht wird, dann erzähle ich euch Witze. Wenn meine Mutter von der Bundeswehr. Nein, ich meine, die Bundeswehr kommt zu euch und sagt, so unsere stationierten Truppen in Oberpallnach, die brauchen jetzt mal Unterhaltung. Nee, also wenn, dann machen die das ja für Leute, die in Afghanistan sind und so weiter. Ja, also ich meine, das ist ja die Bundeswehr, die könnten das immer noch im Inland auch machen. Die USO macht das halt. Ich weiß. Ne? Da sind ja viele Comedians in Amerika, haben das schon gemacht. Aber würdet ihr das machen? Würdet ihr die Bundeswehr unterhalten? Ja. Ich wüsste nicht, warum nicht. Das sind auch Menschen. Ja. Und Hitler war auch ein Mensch. Oh. Dieses Mensch-Argument ist immer ist ein fragiles. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt gleichsetzen kann. Ja, nein, war nur dieses... Also das ist weit hergeholt. Ja, natürlich ist weit hergeholt, aber es ist ja immer dieses... Man kann ja immer sagen, na, ja, die, der und der... Ich so, ja, ja, aber ich glaube nicht, Menschen sind alle. Also ich würde jetzt nicht jeden Soldaten... Du hast Soldatenfreunde. Ja. Und, ich habe aber, euch gefragt, ob ihr es machen würdet. Ach so, aber bei uns kommt der Hitler-Vergleich dann. Nein. Wenn wir tolerant sagen, genug sind, vor der Bundeswehr aufzutreten. Nein. Abend. Darf ich ausreden oder fällt es mir nochmal ins Wort? Nein, ich habe darüber ausgehört zu reden. Der Punkt ist einfach nur, dass das Argument, dass es Menschen sind, erstmal ein sehr schwaches ist. Das war mein einziger Punkt. Deswegen bin ich damit gekommen, weil das ist ja das gleiche Argument, was man immer geben kann, ist, wenn es der Masse gefällt, der Masse hat Faschismus gefallen. Das ist erstmal ein was schwaches anderes. Argument. Das habe ich ja nicht das gesagt. Das war mein einziger Punkt. Also nur weil ich den Soldaten ihre Menschlichkeit nicht aberkenne, heißt es ja nicht, dass ich sage, dass ich alles mittrage, was sie tun. Ich weiß. Aber nur zu sagen, weil erstmal weil jemand ein Mensch ist, ist für mich einfach erstmal so ein mittelgutes Argument. Ich frage mich, ob es damals einen Comedian gab. Ist das nicht damals ein sehr gutes Argument? Ich würde nicht für jeden Menschen auftreten, deswegen ist es kein gutes Argument, nein. Aber dein Auftritt bedeutet ja nicht, dass du ein Tanzaffe bist. Nein, aber würdest du für jeden Menschen auf der Welt auftreten?
Für jeden Mensch, egal was er getan hat. Ich glaube, ich würde nicht für meine Ex-Freundin auftreten. Ich finde es eigentlich faszinierend. Also wenn es jetzt, würdest du es machen? Nehmen wir an, es wäre ein Gefängnisblock voller Menschen, die richtig schlimme Sachen gemacht haben. Wäre das nicht interessant, dort aufzutreten? Wär das definitiv. Nicht, ich meine, die haben ja furchtbare Dinge verbrochen, aber ist es nicht der Weg dieser Resozialisierung, der eigentlich voll gesund ist, vor denen aufzutreten, damit die wieder so ein Gefühl haben? Ich muss immer an den Joke von Nate Bargatze denken, wo er im Gefängnis war und also Traffic Guys, do you remember Traffic? Ja, also ich glaube schon, dass Ich sage nicht, dass ich nicht für die auftreten würde. Ich weiß nur nicht, ob ich für jeden Menschen, der auf der Welt lebt, auftreten würde. Nenn mir einen, für den du nicht auftreten würdest. Ich glaube nicht, dass ich Putin zum Lachen bringen wollen würde. Interessiert mich, also reizt mich nicht. Ich glaube, er ist kein guter Typ. Oh, Cam. Weiß ich jetzt nicht. Aber warum? Aber nur weil jemand im Publikum ist, heißt es ja nicht, dass du, also weißt du, du kannst ich ja auch. Ich sage ja für ihn auftreten gerade, ganz explizit. Für ihn. Er ruft an und sagt so, Falk, ich habe hier diesen einen Witz gesehen, dass du klein bist, liebe ihn. Ich würd so oder so nicht vor irgendjemandem 1:1 auftreten. Ja gut, aber nehmen wir mal an, vor ihm und seinen 50 besten Freunden. Aber ich sag so, er kommt zurück. Ja, Diktatoren sind schwierig, aber... Und er hat noch Blut in der Hand, wenn er sich hinsetzt. Also du siehst wirklich schon, dass das Blut weg war. Warum, weil er auf Toilette war, oder was? Oh Gott, eine ganz schlechte Prostata. Oh Gott, der Typ ist am Abnüppeln. Ja. Ich denke jetzt eher so an die Leute, die in Saudi-Arabien, Communities, die in Saudi-Arabien zum Beispiel vor dem Prinzen und so weiter da auftreten. Genau, würde man das zum Beispiel machen? Ist ja auch ich finde, das ist eine schwierige Frage. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, aber ich finde, das ist ein Unterschied, weil das sind Machthaber und Soldaten sind keine Machthaber, die sind Teil der allgemeinen Bevölkerung. Die aus welchen Gründen auch immer jetzt in dieser Situation sind, da gibt es ja auch mannigfaltige Gründe, warum Leute als Soldat enden, sage ich jetzt mal. Für viele ist es, glaube ich, Sicherheit, quasi, das ist ja... Das ist voll komischer Call, ne? Dass man zur Bundeswehr geht für Sicherheit. Naja, ich meine, Deutschland ist ja quasi in keinem aktiven... Also ganz lange durfte die Bundeswehr ja auch gar nicht Auslandseinsätze machen. Genau. Aber ich glaube, wir haben 10 oder 12 aktive Auslandseinsätze. Ja, aber nicht als quasi nicht nur mit uns. Also wir sind also wir haben ja eh schon mal, also wir sind alle nicht im Auslandseinsatz. Na, ich habe am Wochenende noch einiges vor. Ja. Nee, ich verstehe diesen Sicherheitsaspekt voll. Ich glaube, das ist ein ganz krasser bei ganz vielen, weil du bist ja nach der Schule, das ist ja so viel Unsicherheit in den Anfang 20. Du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Und es gibt ja einfach so ganz viel Struktur und Sicherheit. Also glaube, Struktur gibt es auf jeden Fall, da stimme ich zu. Und halt gutes Geld, glaube ich. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es ist immer so okayes Geld, hätte ich gedacht. Ja, aber du hast ja keine Ausgaben. Ja, du wohnst in der Kaserne, du brauchst deinen Gaming-Laptop, okay. Ja, das brauche ich immer. Ja. Muss ein geiler LAN-Park sein. Also ist schon klar, dass 10, 11, 12, 13, die meisten 12, von denen auch 17. noch privat irgendwas haben, wo sie wohnen. Natürlich, aber ich glaube nicht, dass sie eine Wohnung, die meisten eine Wohnung mieten. Oft sind es dann zu Hause oder wo. Ich glaube schon, dass die eine Wohnung haben, oder? Ja. Auf jeden Fall weiß ich von den so Bundeswehrsoldaten, die ich kenne, weiß ich auf jeden Fall, dass die nach all den Jahren ganz gutes Geld haben. Ja, so. Ja, du hast schon recht. Die haben Essen kriegen die da von der. Ja. Genau. Und müssen ihre Munition nicht selber kaufen. Genau, das ist schon mal ein. Teuer. Das ist wirklich teuer. Das ist schon teuer. Ein Plus. Da wird immer schön das Lager leer geballert. Ja. Ja. Genau. Nee, also deswegen meine ich, also Soldaten sind eine Sache, Machthaber sind, glaube ich, echt was anderes. Weil das sind die Leute, die diese Entscheidungen treffen. Interessant, weil das eine, Soldaten sind ja sehr mit dem Machthaber verbunden. Eigentlich, also von den Soldaten. Nicht mehr als wir alle eigentlich. Also ein bisschen mehr, aber nicht sehr viel mehr. Würdest du für, wer ist denn gerade unser Militärminister? Wie heißt der denn? Pistorius ist unser. Genau. Die Frage ist, würde man vor ihm spielen? Zum Beispiel, also. Hätte ich kein Problem mit. Ich hätte zum Beispiel weniger Lust, vor ihm zu spielen. Ja. Als vor Soldaten. Also es geht ja nicht um Lust, sondern ob man würde. Sorry, aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann spiele ich eh nicht unbedingt fürs Publikum. Ich spiele mit dem Publikum von mir aus, aber ich gehe nicht mit so einer Dienstleister-Mentalität an solche Sachen unbedingt drauf, außer wenn ich mein Quatsch Comedy Club bin. Nee, aber es ist so ein. Also klar, jetzt gerade ist noch sehr viel einfach wegen Geld auch Sachen machen und da muss man sich ein bisschen verbiegen teilweise, um bestimmte Sachen hinzubekommen, aber das ist ein normales Publikum, was da sitzt. Und ich finde es halt immer interessant, die Leute auch herauszufordern, aber halt nicht direkt von vornherein. Also ich fange halt immer nett an und dann gehen wir ein bisschen ins Unangenehme. Und ich glaube, dasselbe kannst du mit Soldaten auch machen. Fängst nett an und dann wird es ein bisschen unangenehm. Ja, ich habe nur gefragt, ob ich es machen würde. Also das war alles. Ja, aber du hast so eine komische Aufladung hier gerade. Du bist wie so ein kleines Teilchen, was angefangen hat, sich zu doll zu bewegen. Das stimmt, das ist so... weil ich einfach nur ein Gegenargument hatte und das wurde dann schlecht gemacht, aber ich finde das Gegenargument sehr valide.
einfach nur zu sagen, also nur zu sagen, dass jemand ein Mensch ist, bleibt für mich ein schlechtes Argument, um für ihn aufzutreten. Das reicht mir nicht. Aber das, da braucht man schon mehr Gründe dann. Das ist ja wieder das Für. Alles. Ich sehe das nicht als unbedingt immer als Für. Ich komme dies ja immer auch eine Gelegenheit, Leute herauszufordern. Mhm. Die bieten ja auch nur an. Ja. Da würde ich zustimmen. Comedy ist ja oft auch ein Angebot, wenn, hey, wollt ihr darüber lachen? Ich kann euch eh nur das hier hinlegen. Also, und dann ist es halt manchmal schon interessant, vor Leuten zu spielen, die man vielleicht sonst erstmal abgeschrieben hätte. Mhm. Ich glaube, ich würde auch für die Bundeswehr auftreten. Ja, dann lass doch machen. Also ich glaube nicht, dass wir die Comedians sind, die gefragt werden. Aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es das in Deutschland groß gibt. Wahrscheinlich nicht so. Oh, sorry. Naja, Til Schweiger war da. Aber was hat der gemacht? Genau. Der hat die besucht. Der hat die getrunken. Der hat die besucht. Der passt ein, irgendwie vom der Gesicht da rein. Der hat damals bei Glorious Bastards mitgespielt. Der hat mit Moritz Bleibtreu einen Film gemacht, wo er einen Afghanistan-Veteran spielt und Moritz Bleibtreu auch. Und, spielt Afghanistan. Spielt einen Afghanistan-Veteran. Und danach sind die tatsächlich, danach oder währenddessen? Mhm. Nee, danach sind die da hingefahren. Und da wurde der Film auch gezeigt vor den Soldaten. Ah, okay, gut. Dann macht es wenigstens noch Sinn. Ja. Weil es ja voll komisch ist im Dienst. Guck mal, einfach der besoffene Til Schweiger und du bist so, ja, dann war das wohl das jetzt. Mach's ja, gut, der ist schon öfter mal da gewesen, weil er mit seinem Privatflugzeug dahin geflogen ist, weil er besoffen war. Ja. Er war so, lass mal nach Afghanistan. Du warst gerade so wach und du bist so angerempelt. Ist einfach Til Schweiger. Er ist so, hast du ein Problem mit mir? Das eskaliert ja schnell. Glaubt ihr, er ist ein wütender Trinker? Ich glaube nicht. Dazu äußere ich mich nicht, weil ich das weiß. Ist nicht jemand mal betrunken auf sein Anwesen neulich eingebrochen? Das war auch so ein Halbpromi. Und er war das dann, stellt sich raus. Er hat den Schlüssel vergessen. Nee, warte mal, er hat ja diese Facebook-Rants gemacht, wenn er besoffen war, ne? Warte ja, mal. Auch so Videos. Er hat, glaube ich, nicht nur geschrieben, sondern er hat auch dann so... Es fing an mit den geschriebenen Rants, die dann meistens waren. Der Schreiber hat man gemerkt, dass er nicht ganz da ist gerade. Ja. Und dann, später kann er auch noch Videos gemacht haben, stimmt. Und dann in Talkshows ist er manchmal auch ein bisschen ausgeflippt. Ja. Ich habe euch das erzählt. Wenn es um die Kinder geht. War der so einer? Ja. Ah, es war so einer, ne? Menge hört es hier, auf, wenn es um die Kinder geht. Weil wir gerade bei Jan Ulrich waren. Jan Ulrich ist betrunken auf Til Schweiger Grundstück auf Mallorca eingebrochen. Oh, da war er am Ende. Ich will Jan lieber entschuldigen. Ich glaube, Jan ist einfach nur besoffen Fahrrad gefahren auf dem Weg nach Hause und irgendwo gegen so eine Mauer gedonnert rübergeflogen. Mallorca ist super für Fahrradfahren tatsächlich. Ja, eben. Also ich glaube, dass ihr müsst euch mal die Jan-Ulrich-Folge deswegen anhören, weil Jan Ulrich ist einer der verrücktesten Raucher, die es so jemals gab. Ja. Also er meinte, das meiste, was er mal am Tag geraucht hat, was er schätzt, weil er das nicht mehr mitzählen konnte, war, dass er glaubt, dass es zwischen 700 und 1000 Zigaretten waren. Am Tag. Geht das? Müssen wir runterrechnen. 24, machen wir 24 durch 700, dann bist du in der Stunde. 700 durch 24, ja, also, es geht. Also ich meine, eine Packung sind ungefähr 24 Zigaretten auch. Ich glaube 20, ziemlich genau 20. Das kommt darauf an, welche Marke. Oh, das ist insane. Und, was ist der Schnitt in der Stunde? Also knapp 30 pro Stunde. Ja, kriegt er hin. Aber dann muss man schon zwei Minuten für eine... Er hat nicht aufgehört, über Tage. Pro, weil er auch immer Koks geballert hat, eine Zigarette pro zwei Minuten, also alle zwei Minuten. Geht das? Also er meinte das... Wie lange braucht er für eine? Der hat halt ein krasses Lungenvolumen vom Fahrradfahren. Ich sag mal so, wenn du ihn darüber reden hörst, denkst du dir schnell so, ah, da könnte was dran sein. Sein Körper muss ja ganz doll verwirrt sein. Also, meint ihr, dass Jan Ulrich einfach so eine Zigarette, dass der in einem Zug runterrauchen kann? Er könnte es vielleicht schaffen. Es gibt Leute, die das können, glaube ich. Und der ist ja so ein Leistungssportler gewesen, gerade so auf Cardio und so, vielleicht ging das. Und der war auch, was so den Drogenkonsum angeht, war er natürlich auch wieder Leistungssportler. Da musste er auch wieder zeigen, was er kann. Also, das ist schon crazy. Ja, ey, der Jan hat ein krasses Leben geführt, du. Ganz, ganz verrückt. Es ist wirklich eine interessante Folge, weil ich finde, Jan Ulrich ist einfach ein spannender Typ. Als ich jung war, war er so komischerweise so ein Held von Deutschland. Ja, klar. Und ich habe das nie so ganz gerafft, weil ich so Tour de France, ich habe nie so verstanden, warum das so wichtig ist und so groß, war so einfach eine wichtige Sache, wie die Formel 1. Habe ich einfach nicht verstanden. Ich glaube, die allgemeine Begründung ist bei allen Sportarten immer, solange Deutschland in diesem Feld gut ist, ist es plötzlich wichtig. Du hast recht. Wenn wir anfangen, daran scheiße zu sein, dann haben plötzlich alle gar nicht mehr so ein Interesse. Du hast absolut recht. Ich konnte mich mit Fahrradfahren eh nicht so assoziieren. Irgendwie auch nicht. Beim Basketball hat man es doch krass gesehen, oder? Ja. Als die deutsche Basketballmannschaft irgendwie Amerika besiegt hat, plötzlich waren alle Basketballfans. Wo wart ihr denn gestern? Ja. Wirklich gestern, literally gestern. Ich hatte so voll den komischen Moment in der Schulzeit. Und zwar, also es gibt ja Fahrräder mit verschiedenen Größen. Es gibt ja 24 Zoll, 26, 28 und 30, glaube ich, für. Du hast, glaube ich, einen 30 Zoll Rahmen. Oh yeah. Ja. Wirklich? Du hast einen großen. Mein Fahrrad unten ist 28 Zoll. Bräuchte eine Räuberleiter. Ja.
Und ich hatte so in der 7. Klasse oder so, habe ich ein Fahrrad bekommen, das war 26 Zoll, weil ich damals noch nicht so groß war. Ich bin dann sehr schnell gewachsen, aber voll vergessen, mein Fahrrad wächst ja nicht mit mir. Ja. Also, ja. Und dann bin ich so Fahrrad gefahren und irgendwann in der 10. Klasse hat mir so ein Kumpel gesagt, so, hä, das Fahrrad ist viel zu klein für dich. Und ich hatte so einen Realisationsmoment, also, ah ja, krass, ja. Ich bin ja gewachsen, ja. Das passt ja gar nicht mehr. Nach außen cool. Habe ich so einen Bär da auf so einem kleinen Fahrrad. Ich war so, hä, was meinst du denn? Ja. Ja, das aber ist so ein lustiger Punkt, weil du merkst es ja gar nicht, bis jemand sagt, ey, übrigens, ja, nach gar nicht, ich filme ja nicht, film mich ja nicht selbst beim Fahrradfahren, um die Promotion zu checken. Ich dachte einfach nur, naja, das hat sich ein bisschen klammert, ich habe den Sessel höher gestellt. Ja, ja, ja. Genau. Das macht man halt so. Und dann, aber dann irgendwann hat man auch das Gefühl, so, oh mein, irgendwas ist mit meinem Rücken, seit ich fahre, wenn ich Fahrrad fahre. Ja. Dass man so, man ist so sehr. Also, nee, damals ist man ja noch diese Vitalität, wo man ja den Körper so zusammenklappen kann. Stimmt, da tut ja nichts weh. Ja. Genau. Bin ja noch ein Kind. Das ist einfach leicht auf weh. Aus. Ja. Und ich habe nicht verstanden. Ich fand Fahrradfahren immer scheiße. Ich weiß noch, es war ein richtiger Krampf, mir Fahrradfahren beizubringen. Und meine Eltern wollten mir das früh beibringen. Die war es immer ganz wichtig, dass ich so Sport- und Bewegungsscheiß musste ich immer früh können. Ja. Und ich weiß hast nur, du diesen klassischen Moment mit Vater läuft daneben und versucht dich ich zu... Ich habe keinen klassischen Moment mit meinem Vater. Nee, meine Vorstellung ist auch, weil er gerade gesagt hat, das war ein Kampf, dass es wirklich ein Kampf war. Dass ich bin vor einem Rad stehen. Dass deine Eltern so mit dir ringen und versuchen dich auf diesen... Du bist doch... Nein! Nein! Also es war wirklich so, ich wollte es gar nicht lernen. Ja. Und dann hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich dann wieder umgekippt bin. Ich glaube sogar mit Stützrädern, wo ich so richtig war, dann lassen wir das. Ich war so als Kind habe ich mich damit abgefunden, nie Fahrrad fahren zu können. Mein Vater hat eine sehr Oldschool-Methode gehabt. Es war so ein bisschen Sink or Swim. Weil mir wurden halt irgendwann die Stützräder abgenommen und dann war es so, wir sind jetzt im Tiergarten und hier auf dem Rasen kannst du ja fallen. Ja. Ein Hinweis für euch. Es tut auch weh. Rasen ist nicht immer weich. Ja. Es ist einfach nur Boden. Ja, es ist einfach, so viel Abwehr. Das ist halt nicht Beton. Ja. Also, genau. Dein Kopf ist das Auenland gerade. Ja, ja. Fällt einfach. Ja, wirklich. Ja. Nee, wie ich in meiner Kindheit bin ich sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Wir haben auch so Fahrradrennen gemacht. Das war geil. Also ich fahre schon gerne Fahrrad. Ja, muss ich schon immer sagen. Noch? Ja. Also ich bin früher viel gefahren, weil ich so... Wenn man aber so vom Dorf kommt, macht es irgendwie Sinn von A nach B. Aber ich fand es immer scheiße. Ich fand es wirklich schon als Kind kacke. Und ich habe heute erst wieder auf dem E-Scooter, als ich neben einem Fahrradfahrer war. Ja. Und der hatte so ein E-Bike. Und deswegen war das für ihn auch keine Anstrengung, wie es für mich keine Anstrengung war. Und ich habe das gesehen und mir gedacht, ich finde es immer noch scheiße. Mhm. Selbst jetzt, wo man so merkt, es ist ja für ihn... Also er bewegt sich ja jetzt nicht so viel mehr als ich, wenn er ein E-Bike hat. Ja. Also die Beine machen ja mehr so Deko-mäßig. Von oben nach unten. Ich war so, ist irgendwie scheiße, was du da machst. Ja. Und dann habe ich mir heute gedacht, ich werde mich E-Scooter-technisch, glaube ich, vergrößern. Ah ja, was? Das ist der nächste Schritt, steht an. Ja. Mehr Reichweite. Du kannst einfach ein Auto drumherum bauen. Ich kann einfach. Ja. Ich dachte auch gerade. So eine Karosserie. Du kaufst einen zweiten auf jedem Fuß ist ein. Das ist ein sehr lustiger Gedanke. Mit so einer Besenstange dazwischen. Gefällt mir als Gedanke. Finde ich gut. Ja, ich will jetzt nämlich ein, weil der Sommer steht uns ja bald ins Haus. Das ist übrigens ein Sketch, ne? Das sollten wir ja nicht aufschreiben. Der Typ, der so nach und nach... Sein E-Scooter immer aufpimpt. Also der sozusagen nicht merkt, dass er langsam ein Auto baut. So Schritt für Schritt. Warte, ich hab irgendwo ein Sketch-Dokument hier. Ich hab das immer noch. Das ist nämlich auch, warte ganz kurz, dann... Der Mann, der ein Auto baut. Es ist Falk. Weil es kommt ja bald wieder der Sommer. Ja. Und ich hab nicht genug Reichweite. Ich brauche mehr Reichweite. Wo willst du denn hinfahren? Nach Brandenburg? Nee, wenn ich zum Mad Monkey Room hin und zurück fahre, ist das richtig knirsch. Okay. Weil der ist von mir bestimmt 13, 14 oder mehr, 12, 13 Kilometer weg. Ja. Und meiner hat so 30, 40 Kilometer Reichweite. Aber es kommt darauf an, wie schnell fährst du? Mhm. Ist da ein Hügel dabei? Fährst du mit Licht? Oh, Freunde, also Licht saugt mir richtig die Batterie leer. Was ist, wenn du... Deswegen brauche ich einen besseren, damit ich entspannt. Mein Plan ist wirklich nur, mit Monkey Room hin und zurück so, entspannt. Lass uns mal über Aufrüstung reden. Ja. Ich finde, wir sollten da öko sein. Ja. Und deswegen denke ich... Ist der E-Scooter nicht voll öko wegen Strom und so? Na, Strom ist nicht öko. Also Strom ist natürlich, es gibt natürlich... Ist besser als Benzin. Ja, aber trotzdem hast du noch einen Energieverbrauch. Ja, ne? Das ist ja sowieso. Was, wenn wir dir einfach hinten, da, ne, so eine Stange reinstecken.
In meinen Po. Nein. In den Scooter. Du nicht, wo du drauf zeigst. In den Scooter. Ja. Und da ist ein Segel dran. So. Und du kannst, wenn du merkst, der Wind steht ja. gut. Mhm. Nenne ich mich dann auch Stadtpirat? Ja, machst du das Segel auf, mhm. schaltest den Motor ja. ab und gleitest erstmal mhm. eine Weile. Und damit sparst du enorm viel. Und vielleicht können wir sogar ein Dynamo so einfügen, dass während dieser Bewegung deine Batterie wieder... aufgeladen wird. Ja. Ja. Und manchmal, wenn Flaute ist, dann stehe ich da in Neukölln. Nee, dann kannst du wieder auf E umschalten. Ah, dann darf ich aber. Ja, ich muss... Das ist nur so ein Wechsel, das ist praktisch ein Hybrid. Ja. Finde ich sehr gut. Das klingt furchtbar. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, das wäre mega gut. Leute würden dich so respektieren. Die Leute würden mich so abziehen. Das ist so, ich würde mich nur ja, nie in so schnell Köln abgezogen. Fährst du durch und dann ab Mitte machst du das Segel auf. Ja, in Mitte kriege ich Applaus. Machst du bergab den aus und rollst du einfach nur? Oder? Nein, nicht aus, ich drücke nicht. Ich lasse ihn rollen, ja. Ja, okay. Ja, manchmal bremse ich sogar bergab, weil dann wird das wieder, dann kriege ich die Batterie das. Anderer Vorschlag. Windrad. Vielleicht mehrere kleine Windräder Windrad? An dem Ding montieren, ja. sodass du durch die Fahrt einfach auch gleichzeitig wieder mhm. auflädst. Jonas, warum möchtest du mich, sagen wir mal, an vorderster Front der Energiewende sehen? Weil, wir kennen uns ja inzwischen. Weil du ein Influencer bist. Ich sehe mich da gar nicht. Du bist nicht. Jetzt gerade ein Mikroinfluencer, wirst ja. aber langsam ein richtiger Influencer. Aber dann werde ich ja zum Sinnfluencer. Weil ja, dann ja. muss ich, das mache ich nicht. Also, wenn ich was verkaufe, dann billigen Scheiß und Zigaretten. Ich würde 10-mal mehr Werbung für Handfeuerwaffen machen, als für was Positives. Wirklich? Ja. Aber ich, als ich vorgeschlagen habe, dass wir den Podcast von Heckler und Koch sponsern lassen, waren plötzlich alle dagegen. Ja, also, weil ihr lieber Uzi wolltet, oder ja, was? Ja, naja, aber das ist ja eine Geschmackssache. Ja. Aber ich sag mal so, ich bin lieber moralisch flexibel, als den Leuten zu erzählen, wie die Welt funktioniert und wie wir die besser machen. Das mag ich nicht. Es ist wirklich einfach eine Art, die ich nicht mag. Aber ich kann das nicht. Aber so. Das stimmt doch gar nicht. Du bist so gut darin. Die Leute würden, also erstmal wäre es für eine gute Sache. Ja, immer mehr Leute würden Segelscooter benutzen und das wäre einfach eine gute aber Sache. Aber guck mal, das Problem ist ja, Jonas, dann gibt es ja wieder den Segelproduzenten. Ja. Der macht ja auch wieder Geld. Das wird auch wieder durch Ausbeutung gemacht. Das ist ja egal, ob ich Leute wegen einem Segel ausbeute oder wegen einer Kippe. Aber dann machen wir einfach eine kleine LLC in Portugal auf. Da ist dann eine Fabrik und dann holen wir das aus Portugal rüber und dann sind wir da ganz locker mehr. Das wird gar nicht teuer, Leute. Das wird gar nicht teuer. Das aber ist Jonas, ja für die gute Sache. Ey Jonas, dann kommt ja wieder raus, dass Portugal sehr nah an Vietnam lag. Ja, und dann gab es da Verwechslungen. Dann haben Leute in Vietnam halt auch mal einen Job. Das ist auch nicht schlecht. Die müssen auch Geld verdienen. Ja, dann kommt eine Steuerprüfung. Es kommt raus, dass wir 300.000 Euro unterschlagen haben. Ja, das wissen wir ja gar nicht so genau, weil wir haben ja nicht so viele Banken. Genau. Also wir haben sehr viele Banken, wir wissen gar nicht. Ja, wir wissen auch also nicht, was jetzt hier im Auto haben ja. wir gerade kein Geld. Ja. So. Also Jonas, ich möchte ehrlich zu dir sein, das mit dem Segel, das sehe ich nicht passieren. Gut, ich arbeite dass wir da ehrlich zueinander sind. Vertrau dem Sohn eines Ingenieurs. Mhm. Du bist ja selber einer, fällt mir gerade ja. auf. Ja, dann setzen wir uns zusammen ran. Was ist dein Problem? Ich finde eine tolle Lösung. Aber Jonas, ich möchte gar keine tolle Lösung finden. Ich habe ein Problem und da würde ich gerne Geld drauf werfen. Okay, zwei Worte. Auch das Problem. Zwei Worte als anderen Beispiel, einen Vorschlag. Mhm. Zwei Hunde. Ziehen dich. Ja, finde ich cool. Das ist geil. Das, cool. das gibt es manchmal halt sogar. Scooter halt. Gibt es das wirklich für im Sommer? Ja, also manche Fahrradfahrer haben ihren Hund auch quasi so an den Lenker gebunden. Also ist nicht aber den meistens Hund. Damit er mitkommt. Ja. Genau, ah ja, schon, der zieht ihn nicht wirklich. Nee, ja. Wir müssen wirklich schon Hunde haben, die wirklich spezifisch ziehen. Ja. Ja. Und ich bräuchte dann quasi einen Schlitten mit Rädern. Nein, du hast ja einen Scooter, der ist ja eigentlich ein Schlitten mit Rädern. Das stimmt allerdings. Ich meine, es klingt sehr instabil gerade, da müsste man vielleicht noch ein bisschen was... Da kriegst du so Stützräder an den Seiten? Ich habe Angst vor Stützrädern. Angst. Ja. Ich bin traumatisiert. Okay. Ja. Wir denken uns das alles aus. Das ist okay. Vielleicht so ein Gyro-Stabilisator. Das klingt gut. Gyro klingt gut. Ja. Das klingt ist lecker, ne? Ja, klingt gut. Und ist einfach so ein Block Fleisch an einer Mittelstange. Und alle sind so, wir verstehen gar nicht, wo er hin will mit dem Konstrukt. Und die Hunde haben auch gar keinen Bock zu rennen. Die sind viel interessierter an dem viel Fleisch. Gut Fleisch. Das ist wie so ein Notfall. Irgendwo braucht jemand sofort Fleisch. Auf zum Tempel Oberfeld, wo alle grillen. Oh, da könntest du so viel Geld mitmachen. Ja, jedenfalls zwei Hunde, die dich ziehen. Und das ist auch toll, weil dann kannst du so, ja, machen und so. Und es ist doch das doch mal ein Vibe. Wie so Adlibs in einem Rap-Song. Ja, genau. Ja. Aber die Hunde müssen ja dann mit mir leben, ne? Ich habe ja eine kleine Wohnung. Ja, und? Ah, weiß ich nicht. Ob da jetzt mein Hund, da muss ja zwei Huskies? Muss meine Tochter auf den Hund legen. Die sind halt sehr laut. Ja. Huskies singen halt die ganze Zeit. Ja, aber die sind auch sehr cute. Aber die sind sehr laut. Und sehr dramatisch. Wirklich? Sind so Drama-Queens? Super dramatisch. Ah, das mag ich.
Ja, ja, nee, also die passen auch irgendwie zu dir, aber ich glaube, das ist so eine Energie, die würde sich vervielfältigen. Ja, das wäre ganz, ich glaube, wir bräuchten eher so Hunde, die so sehr gechillt sind. Was sind sehr gechillte Hunde? Du kennst dich ja besser aus. Mm. Golden Retrievers sind sehr gechillt, ne? Nee, die sind auch sehr, also die Jungen sind auch, ja, die wollen halt die ganze Zeit spielen. Die sind halt so, ja, wir machen hier Action und so. Was ist denn mit so einer großen Dogge? Ja. Sind die gechillt? Die sind aber keine guten Langstreckenläufer. Ah. Das ist halt das Problem. Weil ich glaube, alle die guten Langstrecken, die sind halt alle sehr aktiv. Ja, also genau, die Australian Shepherds, die Huskies, alle, die dafür gemacht wurden zu rennen. Die krieg ich nicht gebändigt, Jonas. Nee, aber wenn du musst halt jeden Tag mit denen einmal so 13 Kilometer fahren, dann sind die zufrieden. Jonas, ist dir klar, dass mein ursprünglicher Plan war, mir einen neuen E-Scooter zu kaufen? Ja. Und ich versuche, die Energiewende nach vorne zu bringen. Du hast einfach nur mein Leben unfassbar viel stressiger gemacht. Alles, was ich gehört habe. Ja, guck mal, packst du so einen Sticker drauf, Atomkraft, ja, nein, danke. So, haben wir guck mal, das, Jonas, das ist, der hat mich. Ach, die Prenzlberger Lösung, ja? Okay, cool. Atomkraft, nein, danke. Und dann fühlt man sich so gut. Ja. So gut. So. Gut, Solarpanel. Ja. Ja, das ist zu wenig Fläche, aber das würde ich, nee, das finde ich, wir ja machen wirklich so gut, eine Überdachung über dein, ja, das wäre geil, da wäre, ja, ich dabei. Und dann bist du auch im Regen geschützt. Ja. Ja, das wäre eigentlich ganz, also gut, das wäre sogar wirklich eine solide Idee. Okay, bauen wir. Glaubst du, das gibt es vielleicht sogar schon für Fahrräder, dass die so einen Überbau haben? Ich glaub, weil das klingt nach einer so guten Idee, dass es vielleicht schon. Ich hatte früher so ein, kennt ihr diese noch, diese Technikbaukasten, wo man so Sachen zusammenschrauben, ja, konnte und so? Hatte ich, ja, auch. Und wenn wir einfach sehr viele von denen kaufen, da gibt es nämlich welche mit Solarpanel drin, dann können wir einfach aus diesem Zeug können wir so ein Gerüst bauen und dann die Solarpanel. Oh, ich habe so Bock drauf, das zu machen. Der du Sommer hast, kommt. Das ist wirklich so, du hast ganz ein richtiges Sommerprojekt. Ja. Wo Jonas oberkörperfrei nur mit dem Blaumann dann so ein bisschen am Schrauben ist. Da bin ich am Schrauben. Da läuft ja so ein bisschen der Schweiß runter. Ja, unnötig viel Öl an mir dran. Ja. Wozu brauchst du das ganze Öl? Ich sag dir, das ist nötig, weil es macht dich sexy. Ja. So, es ist nicht unnötig. Ja. Es ist einfach viel Öl, aber ist okay. Ja. Hey, ist okay. Sommer, Jonas. Einfach schwarzes Öl. Ja, jetzt wird's ist unnötig. Auch ein guter Sonnenschutz. Jetzt wird's unnötig. Nee, wieso? Ich meine, also wie so ein Mechaniker. Ah ja, und dann, ja. Ja. Darf ich noch eine Sache sagen? Gerne. Ist das so ein Olivenöl? Ist gut für die Haut. Ja. Ich war ja letztens in der Nähe von Bielefeld und habe da einen Gig gespielt und bin dann am nächsten Tag mit dem Zug zurück. Und habt ihr das, ich werde das alle kennen, aber es gibt so Gespräche von Leuten, die haben so... Haben nichts zu bedeuten. Genau, wirklich, ja, also das ist sogar wirklich mein Punkt, ja, dass man wirklich so ein Gespräch hört und sich denkt, es ist so verrückt, wie sehr ihr diese deutschen, belanglosen Gespräche gerade führt. Ja. Das, ich hatte das letztens wirklich auf die Spitze getrieben, weil ich habe ein Gespräch gehört von so drei deutschen Männern und Frauen und die haben wirklich darüber geredet, was die größte Menge an Spargel war, die sie jemals im Schnitt gekocht haben. Das ist also ein richtig deutscher Flex. Also das ist wirklich, und einer hat dann gewonnen mit 9 Kilo. Und alle, wie sahen die aus? Kannst du die beschreiben, die Leute? Also, ich glaube, wenn jemand sagt, ich habe 9 Kilo Spargel gemacht, weißt du genau, wer das ist. Die haben so. Also, manchmal ist man überrascht. Ja. Du wirst nie überrascht. So Trekkingjacken, ja, in so grellen Trekkingfarben. Mhm. Da mal ein bisschen rot, neongelb und so. Die Frauen hatten alle so enge, ich weiß gar nicht, wie man diese Hosen nennt, so Radfahrerhosen. Jaggings? Die, ja, Jaggings, die so bis zur Mitte der Wade gehen. Ah, ja, dass, ja, man unten noch, nee, so, dann, ja, so sinnlose 6 Zentimeter hat. Sinnlos? Bis die Socken los. Sexy 6 Zentimeter. Ich weiß nicht, ob die sexy gemeint sind. Das ist, was den Harald dann nochmal richtig... Glaubst du, dass die sexy gemeint, ja, sind? Ja, 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 ja. Ja, weiß nicht, ob die sexy gemeint, ja, ja, sind. Ja, doch, doch. Ja. Könnte zwei sein. Mit Zopf, eine mit Flechtfrisur. Ei, ei, ei. Also es ist wirklich, es ist genauso. Und welches Alter? Alle Ende 40, Anfang 50. So hot. So smoking hot. Ja, Flechtfrisuren, zu kurze Radhosen. Ja, ja. Und übrigens ganz wichtig, keine Räder dabei. Ja. Also es ist ganz wichtig, dass wir es einmal feststellen. Die hatten dieses Outfit an ohne Räder. Die haben bestimmt ihre Räder geparkt an dem Bahnhof. Ja, das war auch mein Guess. Die fahren dann direkt los. Exakt. Ich überlege gerade, gibt es noch ein deutscheres Gesprächsthema als das? Pass auf, ich sag dir, wie es weitergeht. Es wird völlig, es wird, ich habe die wirklich angeguckt und ich war wirklich so, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie, ich hasse das Wort NPC, weil es inzwischen so ein rechtsnarratives Framing geworden ist, ja, aber die waren wirklich NPCs, weil nachdem alle gesagt haben, oh, 9 Kilo Spargel, es war wirklich so, oh, 9 Kilo Spargel, oh, 9, ja, haben sie dir eine Quest 9, angeboten? 9 Also, es war wirklich so, und dann hat jemand, nachdem das 9 Kilo Spargel-Thema fertig war, sofort gefragt, sag mal, wie sagt ihr eigentlich zu Pfannkuchen? Oh, wow. Ich war so, ihr habt ein generisches Gespräch abgebrochen, ja, um ohne Übermoderation, ja, zum nächsten Gespräch zu gehen.
Und dann ging so, oh, Berliner, ja, Pfannkuchen. Oh, ja, ja, was ist denn das Richtige? Darum ging es ja gar nicht. Es war ja völlig egal. Es ging ja gar nicht darum. Und dann hat einer gesagt, manchmal ist da ja auch Senf drin. Ja. Und dann haben alle gelacht. Echt? Ja. So einfach ist, Leute zu lachen zu bringen. Ich mache mir Gedanken um gute Jokes. Und ich bin so gebombt einen Tag davor. Ja. Probier das einfach neu mal aus. Kannst du einfach benutzen direkt. Ja. Geh auf die Bühne und da ist doch niemals Senf drin. Ich habe noch nie eins mit Senf. Das ist ein Joke, der an Silvester gemacht wird. Ach so. Dann kauft man ja ganz viele davon. Genau, Fasching war es sogar eher, nicht Silvester. Und der Joke ist sozusagen, dass du so 40 normale hast und einer davon hat Senf drin. Und das ist dann so funny. Ja. So. Das ist so Fasching. Aber es war wirklich so, ja, wir sagen dazu Berliner, ja, manchmal ist da Senf drin. Riesiger Lacher. Ja. Und ich hab mir danach einfach nur mein Handy geschrieben, nee, wisst ihr was, ich bin fremd im eigenen Land. Ja. Nicht ihr, ich bin fremd. Ich habe mit denen nichts zu tun. Das war aber wirklich verrückt. Aber Falk, ich finde, wir sollten das claimen. Wir sollten sagen, nee, wir sind die richtigen Deutschen. Ja. Ihr Freaks, die einfach nicht aushalten können, dass es mal 5 Minuten still ist und deswegen sinnloses Zeug plappert. Ja. Ihr müsst hier raus. Ja. Ihr seid die Freaks. Ja, so. Finde ich mich auch. Also ich habe mich fremd gefühlt. Ja. Ich hätte mit denen nicht, also ich hätte schon mit denen reden können, weil ich ja weiß, ah, jetzt komme ich mit meinen Floskeln. Aber das ist halt, und deswegen ist das halt, es ist halt doch sehr deutsch, weil wir alle die Antworten kennen auf diese Gespräche. Das ist ja was, wir könnten mitmachen. Das ist, wenn man uns zwingen würde, könnten wir mitmachen. Wir könnten uns da integrieren. Und das ist halt deutsche Leitkultur am Ende. Ja? Ich finde aber, wir haben auch solches Pendant zu solchen Gesprächen. Was sind unsere? Ja, Rogan oder so. Das Lieblings-Rogan voll. Nee, eigentlich nicht. Ah, nicht so. Ich rede eigentlich fast nie über Rogan. Nee, ich auch nicht. Nee, schlechtes Beispiel. Aber ich glaube, wir haben solche Sachen auch. Bestimmt gibt es die auch in der Großstadt. Ja. Absolut. Aber was ist es dann? Ich habe keinen Therapieplatz. Ah, das ist die, genau. S-Bahn ist scheiße. Ja, die S-Bahn ist scheiße. Aber das ist ja auch einfach manchmal Information. Also. Ja. Therapieplatz, genau. Auch Klassiker ist schwer, Therapieplatz zu bekommen. Das ist so falsch, weil die brauchen eigentlich alle. Also die Spargelfraktion. Alles mit Netflix und Serien. Serien? Aber Serien, das kommt da auch langsam an als Gesprächsthema. Ja, ja, ja. Das dauert noch ein bisschen, da ist das lineare Fernsehen noch stärker. Ja. Aber, und es ist eher RTL Plus, was man als Streamingdienst hat. Oder vielleicht Join oder so. Oder Join, genau. Sky. Sky. Ja, und das kommt dann so. Die haben das auch so langsam. Ich merke bei meinen Eltern, dass das so. Ja. Da langsam reinrutscht. Ich arbeite gerade an einem Bit dazu, was ich so. Über Spargel? Nee, sondern über, dass es gibt ja dieses Klischee, dass man sich auf dem Dorf näher ist und mehr unterhält. Ja. Aber mein Prämisse ist, man redet mehr, man unterhält sich nicht. Ja. Und in Berlin redet man weniger, aber unterhält sich. Ja. Weil in Berlin ist zum Beispiel das Ding, das ist ja manchmal wirklich verrückt, dass du Leute so 3 Minuten kennst und die sind sofort so, ja, mir geht's irgendwie auch gerade psychisch gar nicht gut. Ich bin letztendlich viel zu viel Ketamin gerade. Ja. Ich muss das mal wieder auf die Reihe kriegen. Es geht alles vor die Hunde. Ich habe meine Trennung gar nicht gut verarbeitet. An der Stelle mal sagen, als jemand, der hier geboren und aufgewachsen ist, wir reden nicht alle über solche Sachen. Nein, das ist mehr so ein nicht. Zugezogenes Ding. Das ist so ein dieses Oversharing, ne? Genau. Aber ich würde sagen, hier kriegst du manchmal eher so das, dass du in 3 Minuten so total so zugeballert wirst mit Infos, aber dann siehst du die Person auch nie wieder. Das ist halt eine bestimmte Bubble auch, ne? Also wenn du hier aufwächst, dann hast du ja den Kontakt zu denselben Personen immer wieder. Das heißt, da ergeben sich dann vielleicht auch schon tiefere Gespräche, aber das dauert dann alles ein bisschen länger. Aber ich weiß, was du meinst, es geht so mehr in diese Feier-Richtung, weil ich glaube, Leute wollen so irgendwas. Party-Kram. Genau, Party. Mhm. Zum Beispiel ich, der nicht feiern geht, ich glaube, ich habe noch nicht einmal so eine Erfahrung gemacht, wo jemand so viel overshared hat. Doch, du hast im Green Room hundertprozentig sowas schon gehabt. Wollte ich gerade sagen, in der Bar oder so, wenn man mal so Leute. Aber er hält sich wirklich nicht lange auf, das stimmt schon. Ja. Also deswegen ist es halt auch, die Wahrscheinlichkeit sinkt natürlich. Ja, aber ihr habt schon. Weil die solche Leute brauchen so 3 Minuten, in denen du anwesend bist, um Vertrauen zu dir zu fassen. Genau. Und dann fangen sie an, dir das zu erzählen. Ich glaube, du gehst immer manchmal genau nach 3 Minuten. Manchmal denken diese Comedians, sind so auch vertrauenswürdig, weil er hat sich auch auf der Bühne geöffnet. Ja. Und dann können die das nicht trennen und dann passiert sowas. Aber Freunde, ganz kurz, ich habe das auch jetzt einfach so, wenn ich zum Beispiel Uber fahre oder so, also da fange ich mir aber richtig oft meine Lebensgeschichte. Aber dass Taxifahrer Labertaschen sind, ist ja nochmal, das ist überall gleich. Aber das sind ja zum Beispiel auch oft Ur-Berliner. Ja, also Uberfahrer und so weiter fühlen sich für mich an, als wären sie gerade fresh off the boat die meiste Zeit über. Nee. Gut, ich fahre nicht so auf Uber. Wenn ich mit denen rede, ist immer so, ja, you born and raised. Also sind immer ganz, ganz stolz, dass sie aus Berlin kommen. Meinst du nicht, dass sie das auch ein bisschen faken? Also bestimmt ist da auch mal fake. Wie oft ist jemand, der so, ich bin geboren in Charlottenburg. Und du bist so, absolut. Vielleicht kann er trotzdem nur so gut Deutsch. Ist ja immer noch Berlin. Wenn er aus Charlottenburg kommt, ne. Naja, also ich habe das schon das Gefühl, dass man sich hier
Also auf dem Dorf, finde ich schon, ist es floskeliger als hier, wenn du so ein Gespräch mit Leuten hast. Ja, aber wenn du hier arbeiten gehst normal, dann hast du auch. Ja, hast du auch Arbeitsfloskel. Ja, ja. 100 pro. Absolut. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Berliner generell nicht so scheu sind. Also es ist schwer ranzukommen, aber wenn die erstmal mit dir reden, dann reden sie auch mit dir. Ich habe auch das Gefühl, es ist allgemein so in der Großstadt, dass man da nicht ganz so scheu ist. Weil man ja auch weiß, ich kann dir das auch einfach sagen, ja, nur um es loszuwerden. Ja. Ich sehe dich wahrscheinlich nicht mehr. Ich kann dir einfach einen Kanal schubsen. Du hast halt auch den du kannst ja auch einfach den Vergleich. Ne? Ich und Jonas haben ja nicht auf dem Land gelebt. Wobei ich schon, aber da war es nochmal wirklich familiär. Also da hatte ich das Gefühl, dass da redet man auch da wirklich. Da warst du auch noch klein. Da war ich auch noch klein. Da hast du noch nicht diese Erwachsenengespräche. Das stimmt, genau. Die sind ja nochmal anders. Ja. Wie war es bei dir? Du würdest sagen, bei dir war das so... Komplett sinnfrei. Sinnfrei, war wirklich, ne? Immer nur, von wem glaubt man, wer gerade jemanden betrügt? Was hat man gehört? Mhm. Wer ist tot? Das ist immer schon ziemlich deep. Ja, einfach sagen, wer ist tot? Weil es wird halt aber es ist auch immer nur eine Info, auf dem wer Dorf tot wird ist. Halt getratscht, ne? Genau. Also da wird nochmal ein ganz anderes Level von... Das kannst du hier gar nicht machen. So gut kennen sich die Leute gar nicht. Das können wir innerhalb der Szene machen zum Beispiel. Ja. Das ist dann wieder ein Dorf. Ja. Aber ich finde es spannend, dass die Leute im Dorf, die wissen auch nichts voneinander. Die tun immer so, als würden die so ganz, weil man wohnt ja seit 40 Jahren nebeneinander. Frag die mal, wer von den beiden Kindern der Ältere ist mit Namen. Bin ich mir sicher, dass oft die das... Also mein Vater müsste das nicht fragen. Der würde das nicht wissen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man einfach... Man beobachtet, aber man redet nicht wirklich miteinander. Also wenn man miteinander redet, sind es nur oberflächliche Floskeln. Ja, genau. Wie Wetter ist heute schön. Genau. Können Sie mal mit dir die Hecke hier ein bisschen abmachen und so. Und dann beobachtet man aber heimlich durchs Fenster, wenn die sich in der Küche streiten. Ja. Und dann redet man aber nie darüber. Nein, nicht mit denen. Nee. Nur miteinander. Genau. Damit dann... Ah, guck mal, die Ulrike schreit den Uwe wieder an. Genau. Ja. Exakt. Aber die könnten jetzt nie, wirklich nie mit Ulrike und Uwe sich hinsetzen und sagen, lass doch mal swingern. Tut uns leid, wir haben das jetzt irgendwie gerade gesehen, so es ist irgendwie, also was ist uns auch unangenehm, aber ist bei euch alles okay? Bräuchtet ihr so, also wie, Partnertausch denn einfach vielleicht? So, weißt du, was ich heute versucht. Darf ich da einfach mal meinen Pullermann reinstecken? Die Situation so auszunutzen. Ja. Aber die würden ja nicht mal das machen. Aber da gibt es auch einen Dark Belly, ne? So ja, aber Belly. Das würde man wieder hintenrum machen. Ja, ja, genau. Weißt du, was ich meine? Die würden sich nicht hinsetzen und sagen, wollen wir es mal versuchen, um hier das aufzuspeisen. Da wird mal kurz der Pelle mal durch die Hecke durchgehalten, abends, nachts. Flup, einmal so richtig schön. Und wer am anderen Ende ist, muss weiß man gar nicht voll so wehtun. Genau. Wie lang ist die Hecke? Wie lang ist der Pelle, Mann? Ja, genau. Das ist die gute Landluft. Da kommt ja so dieser Bierbauch noch mit raus. So ein ganz unschönes Bild. Stell dir vor, du wachst auf. Toxische Homer Simpson-Version. Du kommst einfach so aus der Hecke raus, materialisiert. Gott, ey. Wird auf dem Dorf hier geswingert? Heimlich, meinst du? So Dogging und so, dass man so auf so einen Parkplatz fährt und dann gucken Leute zu? Oh nee, ich glaube, es wird mehr betrogen. Ah, dann gleich wieder so richtig verfänglich und schwierig. Ja, also ich glaube, ich muss aufpassen, was ich da jetzt sage, weil ja auch was noch haben Leute... haben deine Eltern gemacht? Nee, weiß ich jetzt auch nicht, aber da wüsste ich es jetzt nicht. Aber ich sag mal so, ich habe ja lange da gewohnt und dann war ich wieder kurz da. Es ist schon... krass, auch wie man es so... Die Antwort ist ja, es wird viel betrogen. Ja. Ich glaube, dabei halte ich es. Aber da schon ist ja krass. Auch, ich glaube, das hängt doch damit zusammen, dass da wird auch noch zusammengeblieben auf Teufel komm raus. Lange, ne? Ja. Da wird nicht so schnell geschieden. Es wird schneller. Ja, also in meiner Zeit jetzt, da habe ich auch Trennungen so schon miterlebt, wo ich so gemerkt habe, oh krass, die waren dann alle immer lang zusammen, allerdings auch, muss man sagen. Ja. Ich glaube allerdings, bei denen ist auch wirklich echt ein bisschen, es klingt so doof, aber es ist so langweilig. Da. Ja. Es ist so beschissen. Das ist mein langweilig, größtes Problem mit dem Land. Ich finde auf Landfahren echt schön. Ist es auch. Es ist auch schön. Du hast halt wirklich sehr schnell, merkst du dann irgendwann auch so, ah, hier ist gar kein Input. Die sind nicht. Also du musst dich halt selber beschäftigen, ja, was auch genau, gut ist. Du kannst dir was zum Lesen mitnehmen, du kannst irgendwelche Projekte da starten genau, und so. Dafür ist aber, super. Aber irgendwann. Also das erfüllt ja nur bestimmte Bedürfnisse. Ja. Ja, und dann irgendwann willst du vielleicht mal jemanden anfassen, den du noch nicht angefasst hast. Und dann geht's los, dann wird's schwierig. Im Zweifelsfall überhaupt mal jemand Neues sehen. Ja. Einfach sehen, dass man mal einen Eindruck hat. Ja. Also es ist ja, also ich verstehe schon, dass Leute diese Gleichförmigkeit schätzen und mögen, aber als ich da war, ich war ja immer nur 3 Tage die Woche da, ich saß immer Mittwoch im Zug und war so, Gott bewahre, dass wir hier wieder raus können, damit mit dem Hirn was passiert. Also ich kann das auch nicht so gut.
Und vor allem dieses... Das ist auch eine Typfrage, ne? Ja, natürlich. Ja. Aber das kulturelle Angebot ist ja auch zum Beispiel völlig am Boden. Nee, aber manche Leute sind halt nicht so eine Kulturleute. Die sind halt mehr so eine, ich möchte gerne mein eigenes Pferd haben, ich möchte gerne meine Hühner haben und so weiter. Glaubst du nicht, dass fast jeder Mensch eine gewisse Form von Kultur dann doch wertschätzen kann? Ja, aber die haben ja Zugriff auf Musik und... Genau. Köppel. Also die können ja schon... Ja, das, na klar, das auf jeden Fall. Die sind nicht total... Nein, wir müssen die nicht in Buchdruck bringen. So, das geht dann schon. Das gibt's alles. Amazon liefert auch irgendwo dahin. Ja. Ja, aber es ist natürlich schon immer was anderes, als so einen Kalender aufzumachen und wenn wir in Berlin sind, mal zu gucken, hat vielleicht ein neues Museum aufgemacht. Ist eine neue Ausstellung. Die Antwort ist immer ja. Die Antwort ist wirklich immer ja. Die Antwort ist immer ja. Ja. Jede Woche ist irgendwie... Irgendwas, ja. Gibt's große Ereignisse, kleine Ereignisse, irgendwelche weirden Galerien machen auf, die vorher nicht existiert haben. Irgendwo gibt's ein neues Musik-Open Mic, wo die alle Jazz spielen aus irgendeinem Grund und dann und so weiter und so fort. Also es gibt immer... Und selbst wenn man nicht hingeht, wenn man ehrlich ist, wenn man lang hier wohnt, geht man ja auch gar nicht mehr so oft hin. Ja. Aber es macht was mit dir, wenn du könntest. Ja. Ich glaube, dass das was mit den Menschen macht. Du bist ein kleiner König. Ja, genau. Du, wenn früher ich will, nur ich. Könige diese Möglichkeit. Ja. Die konnten sich so ein Baden bestellen oder sowas. Das war früher völlig unmöglich für normale Menschen. Und dann sitzt du zu Hause und denkst, ja, vielleicht ficke ich jetzt mal meinen Nachbarn. Ja. Ich verstehe das voll. Also, I get it. Den Holger? Ja, auch den. Ja, weiß ich nicht, ob's. Kann er den Nachbarn links nehmen? Muss er nicht der Nachbar rechts? Frank. Ja, ich würde. Ich sage immer Frank vor Holger. Das ist eine der großen Sachen, die ich auf dem Dorf gelernt habe. Ist rechts Frank vor Holger. Links und Frank vor Holger. Einfach einen besseren Haaransatz. Und Frank vor Holger. Da haben wir übrigens jetzt hinten raus der Donnermann-Titel. Ich glaube, das ist leider zu lang, aber ich fand 9 Kilo Spargel auch schon ziemlich stark. 9 Kilo Spargel ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, also. Ja, ich weiß nicht, ob da sowas dran ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass auf dem Dorf mehr geredet wird ohne Inhalt und in Berlin wird weniger geredet mit mehr Inhalt. Kann auch inhaltsleer sein, aber im Vergleich zueinander würde ich schon sagen, dass die Großstadt da inhaltsvoller ist. Die andere Sache ist natürlich, es passiert auch gar nicht so viel auf dem Dorf, das heißt, es wird auch schwieriger. Also die müssen entweder alle richtig tief einsteigen und dann müsste jeder zu Hause lesen und so und irgendwelche Dokus gucken und so, dass man immer was zu erzählen. Also ein bisschen wie ein Podcast haben tatsächlich. Jede Woche irgendwie eine Stunde oder mehr ganz neue Stories zu haben, damit alle anderen auch, damit da was los ist. Und ich glaube, da kommen die Leute nicht hinterher, die haben auch Arbeit. Also, ja, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass auf dem Dorf, ich war ja letztens erst wieder da und es ist einfach ein Unterschied und es tut mir leid und es gilt nicht für alle, aber in der Masse, und den Take werde ich gerne verteidigen, ist die Fähigkeit an Selbstreflexion auf dem Dorf unendlich viel schlechter als von Leuten in größeren Städten. Ich habe oft das Gefühl, da wird einfach gelebt, ohne zu hinterfragen, warum man überhaupt noch lebt und warum man das gerade tut. Das passiert einfach alles. Das wirkt alles nicht so in sich gekehrt und deswegen kannst du ja auch über gar nichts reden. Du weißt ja nicht mal von dir selber, was du fühlst. Ja. Was sollst du denn sagen? Du weißt es ja nicht. Du hast so ein diffuses Gefühl, aber was ist es denn? Ist es traurig? Ist es Unzufriedenheit? Ist es Sattsein? Ist es der Wunsch auszubrechen? Ich glaube, du kannst es gar nicht differenzieren, weil in meiner Erfahrung habe ich sehr wenig Leute, war oft da, ich komme daher, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sich da mal jemand hingesetzt hat und ich habe nie ein Gespräch gehört, wo jemand gesagt hat, ey, ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, ich glaube, ich habe meine Haltung zu Thema ABC, das ist glaube ich nicht richtig. Ich habe so gemerkt, ich sehe das anders. Aber das kriegt man ja generell wenig. Also die wenigsten, also in der Stadt kriegt man vielleicht öfter. Ah, kommt doch mal an, wem du rumhängst. Du kannst es hier schon kriegen. Ja, ja. Es gibt zumindest die Möglichkeit. Ich kenne auch einen Späti, der das verkauft, tatsächlich. Selbstreflexion. Meine Meinungsänderung. Ja. Da kommst du so hin und bist so nah. Ich weiß, und dann ist er so, ich kann dir entgegen. Also ich würde ich doch nehmen. Warum kann man das? Das sollten wir machen. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich würde schon sagen, das ist man auf dem Dorf gar nicht. Ich glaube, das ist das Gegenteil von diesen Typen, die sich im Internet immer hinsetzen mit so einem Schild auf die Straße, so Taxes are bullshit, convince me otherwise oder sowas. Aber dann das Gegenteil so. Tell me your bullshit, I'll convince you otherwise. Ja. Also das wäre nicht mal gut. Keine schlechte Idee. Ja, ja. Ja, sorry, jetzt habe ich so einen kleinen Dorfrand gehabt, aber... Ja. Also ich will die Dorfis noch mal ganz kurz in Schutz nehmen. Als jemand, der dort nie gelebt hat und euch nur von außen betrachtet und auch auf eine sehr herrenmenschliche Art auf euch runtersieht, möchte ich doch sagen... Das ist eine tolle Verteidigung. Ja. Tolle Verteidigung. Ja, ich bin wie Tolkien, als er die Hobbits geschrieben hat, habe ich auch nur über die Landbevölkerung nachgedacht. Also du wisst ja, was er da gemacht hat. Er hat einfach gesagt, wie sind ihr denn so? Okay, ja, das sind Hobbits. Also das ist so... Nee, ich glaube, was du meintest, wann stimmt schon vielleicht, weiß ich nicht, ich lebe da nicht, ich will da auch mir kein Urteil erlauben, aber ich kann mir halt, was interessant ist ja, wenn man in so einer Umgebung lebt, ne,
sollte man ja meinen, die Leute haben vielleicht mal mehr Zeit in Ruhe nachzudenken. Weil abends, ne, ist nicht so viel los, vielleicht unter der Woche. Da setzt man sich mal so seine, im Sommer schön auf die Veranda und guckt in den Sonnenuntergang und hat vielleicht tolle Ideen. Sollte man meinen. Gibt's bestimmt. Ja. Das so, existiert. Was ich aber glaube, was passiert ist, ich glaube, Leute machen das tatsächlich schon, aber die merken, oh, ich mache hier gerade ein Fass auf, das ganz gefährlich wird, weil umso mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich vielleicht auch so, oh, vielleicht ist das hier gar nicht so toll, wie ich immer dachte. Und dann wird ganz schnell zugemacht und es wird in so eine Schublade gesteckt und dann wird einfach nie wieder darüber nachgedacht. Weil dann, wenn man das machen würde, müsste man einen riesen Knäuel anfangen, an den Fäden zu ziehen. Und ja, vielleicht Gott, muss was man ein neues Leben fast schon borderline genau, anfangen. Ja. Ja. Ne? Also man sitzt einmal zu lange auf der Veranda und guckt in Sonne und plötzlich ist man irgendwie transgender in Berlin. Ja. Also weißt du, was ich meine? Also es kann passieren. Es ist möglich. Aber wäre es da nicht voll geil, transgender in Berlin zu sein? Ja, das wäre ich. Weil das ist ja das Gute. Ja, macht euch frei. Weißt du, transgender ist ja dann, das ist ja das, wo wir hin müssen. Das ist ja das Ziel. Alle, ja? Ja, naja, also zumindest ist schon großer Aufwand, wenn das jetzt alle machen. Die fiktive Landbevölkerung, die wir gerade konstruiert haben, die muss ja dann transgender werden, um sich von ihren Ketten zu befreien. Aber das wär's ja. Ey, da wirst du auf eine Tür einlaufen. Also wenn du auf meine große Dorftour. Genau, wenn du demnächst mal wieder im Vereinsheim irgendwo spielst, fang damit an. Was lieben die? Ey, mein Volk, du gehst damit rein. Das ist ja unser Ziel. Also genau, so ein bisschen wie... Wir in Berlin haben entschieden, dass ihr jetzt alle Transgender werdet. Ist das funny. Wie Sacha Baron Cohen, wo er diese Moske hat. Und er klatscht so alleine. Ich bin genau das. Vor allem das mit den kann ich daran erinnern, dass es zwei Varianten anbietet. Ja, genau. Eine ist so, eine ist schon gigantisch. Ja. Ne? Und dann so, das ist Version Number 1 und alle sind schon so, oh mein Gott. Und dann so, no, there's an alternative. Und dann ist einfach noch dieselbe Moschee, aber mit so 15 Türmen dran. Oh, toll. Großartig. Oh Gott. So ein geiler Move. Oh, funny. Ja. Wusstet ihr, dass er ein Clipboard in der Hand gehalten hat, was kugelsicher war? Ah, darüber hast du mir mal erzählt, ja. Hat er in einem Podcast mal erklärt. Wow. Das Podium, hinter dem er stand, war auch kugelsicher. Ja. Und das Clipboard auch, weil die echt Angst hatten, weil die nicht alle vorher filzen konnten. Und Arkansas ist ein Bundesstaat, da ist so irgendwie so Open Carry oder sowas oder so hidden, also wie heißt es? Concealed Carry. Das heißt, da darf man tatsächlich auch seine legale Feuerwaffe mit sich rumtragen. Und die hatten halt wirklich Angst, dass einer von denen ausflippt. Und da war auch, er hatte auch so einen komischen Israeli Bodyguard dabei, der so schon gelauert hat, so auf die, aber das wäre wahrscheinlich so. Also die Idee war, er reißt das Clipboard dann hoch und schützt seinen Good Kopf. Good luck! Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Hey, also, wollen Captain wir noch America, einen VMP-Phone machen? Ja, ganz schnell. Und zwar, ihr dürft. Müssen wir wirklich schnell, wir sind schon. Na gut. So. Ihr dürft uns anrufen, euren Fragen oder Seelenballast an uns anvertrauen. Ja, wenn ihr auf dem Dorf seid und ihr wollt gerne nach Berlin transgender werden, ruft uns an. So, neue Nachrichten abspielen. Wiedergabe neuer Nachrichten. 5 neue Nachrichten. Jesus. Hallo Jungs. Einen herzlichen Gruß aus München. Ja, wie ihr schon meiner wundervollen Ohrenstimme hört. Nein, ich bin leider nicht der Sprecher von Dokumentation. Ich bin einfach nur hart erkältet. Das ist auch leider der Grund, warum ich gestern Jonas und heute Ivan verpassen werde. Oh, das ist ja lange her. Aber nun gut. Leider ist das Einzige, was für mich noch schlimmer ist als Schlucken und Sprechen, gerade die Schmerzen vom Niesen und Lachen. Ich weiß, ein schlechter Witz. Aber wenn ich schon seine Stimme habe, dann muss ich das doch auch ausnutzen. Ich dachte mir, so eine klassische Dino-Dokumentation. Was? Mit der Arme mit einem Erbsenhirn ausgestattete Triceratops wird nun durch die Steppe gejagt. Wir jagen von den Gerissenen ständig auf den Altstechenden Raptoren. Ich hab für jeden Punkt verloren. Des natürlichen Fressfeindes, dem gewaltigen, alles zerstörerischen T-Rex. Aber könnte man diese Stimme nicht vielleicht auch für Nachrichten verwenden? Ich meine, gerade in der Politik. Der Arme mit den Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Ja, ein Getränk drin? Ständig auf den einstichelnden Habeck. Warum ist so viel gestochen? Des gewaltigen, alles zerstörerischen, natürlichen Fressfeindes. Das ist der T-Rex. Dem Olaf. Ah, okay. Ja. Hat er gerade mal ein Bit getestet an uns? Aber das ist doch für Fragen. Das ist Frage an der Stelle. Okay. Welcher Dinosaurier wärt ihr? Ah. Oh wow, das war eine lange Herleitung. Olaf
verpassen. Okay. In dem Sinne, einen schönen Gruß und ihr macht echt tolle Arbeit. Dankeschön. Also die Frage war... Ich schwöre. Okay, ciao, vielen Dank. Die Frage war, was für ein Dinosaurier wären wir? Genau. Und was war das andere mit Habeck, Olaf und Das darf ich nicht sagen, war, habe ich... Was würden wir mit denen machen als Dinosaurier? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Googlest du gerade Dinosaurierarten? Ja. Hast du keinen parat? Nee. Aus der Kindheit? Ich war, da muss ich jetzt sagen, ich war ab und zu mal im Dinosaurierpark. Ja. Aber ich war nie so ein großer Dino-Typ. Ich auch nicht. Wirklich? Habt ihr nie diese Jurassic Park-Phase gehabt? Jetzt kommt eine andere Sache. Also, ich finde, Jurassic Park ist einer der überschätztesten Actionfilme überhaupt. Ja, wobei der erste, glaube ich, noch ist gut. Ganz gut herhält. Also gut. Aber danach aber wurde natürlich so eine Fast and the Furious-Scheiße daraus. Genau. Ich fand den ersten jetzt auch jetzt nicht fantastisch. Ich habe ihn auch zu spät geguckt, nee, aber dass ich nicht mehr verstanden habe, wie wichtig das war. Wenn du den damals gesehen hast, als er rauskam, war der halt krass. Ja. Ich weiß noch, was mir das für eine Angst gemacht hat als Kind, Fragezeichen, diese Szene mit dem Tyrannosaurus. Ja, ich habe den in der Grundschule gesehen. Hm. Ja, auch ein bisschen früh. Ja. Wo der Tyrannosaurus zum ersten Mal auftaucht und man nur diese Fußstampfer diese Klick, hört. Diese Klicken auf dem Boden, der hat so einen komischen Zähne. Nee, da ist so ein, was? Der hat Tyrannosaurus Rex. Ach so, sorry, ich dachte, du meinst dieses, er meint den Velociraptor, der später in die Küche kommt und so. Ja, die Szene fand ich viel gruseliger. Ja, die ist auch gruselig, aber das erste Mal, wenn der T-Rex auftaucht, diese Ziege da am Regen angebunden ist draußen und du einfach nur diese Erschütterung und das Wasserglas siehst und dann wird diese Ziege da zerfleischt und ein Bein fällt aufs Fahrzeug vorne. Ja. Das war schon eine krasse Szene damals. Mm. Was kennen wir denn? Wir kennen T-Rex, wir kennen Stegosaurus, wir kennen Triceratops, wir kennen... Velociraptoren hatten wir ja gerade. Die mit dem langen Hals nochmal? Brontosaurus, Brachiosaurus. Bronto und Brachia. Stegosaurus. Und dann gibt es noch einen Brachiosaurus. Das sind ja beide so Langhalsarten. Nee, Stegosaurus ist der mit den großen Rückenplatten. Stimmt, du hast recht, aber der ist ein falsches Bild dazu. Und mit dem Schwanz hinten, wo nochmal so Dornen dran sind. Ja. Dann ist der Brachiosaurus kleiner. Der Große. Der Brachiosaurus der Große. Stegosaurus. Dann gibt es noch den Dilophosaurus. Das ist der hier so, der so diese Ohren so ausklappen kann. Ah. Der so ganz giftig und garstig aussieht. Ja, der ist fun. Der ist oh, weiß ich nicht, ob der fun ist, Jonas. Das ist die Frage, welcher du sein willst. Ich finde, du bist der. Bin so ich so ein toxisches Arschloch? So eine kleine Giftspritze? Na, hallo. Du kommst rein, spuckst den Leuten erstmal ordentlich ins Gesicht. Sag jetzt nicht, dass du die schlechte Laune hast, wenn das nicht genau dein Ding wäre. So, weißt du, wenn ich nein, mache, gar machst nicht. Du den Kragen auf, ne, als erste Warnung und als zweite Warnung tür, direkt ins Gesicht. Glaubst du, ich bin jemand, der sagt, ja, aber so einen Hals habe ich heute. Ja. So einen Hals. Ja, du hast so, guck mal, wie authentisch du das gerade schon gesagt hast. Ich weiß, ich muss, was bist denn du, Jos? Ich habe das Gefühl, du bist von uns allen am nächsten an der Dinosaurierfrage. Am nächsten am Dinosaurier gebaut. Weil ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ich finde diese Riesenviecher mit dem Hals schon geil. Ich würde gerne wissen, wie der mit dem Helm heißt. Es gibt so einen, der hat so eine starke Hornplatte und der rennt immer mit dem Kopf gegen Meinst Sachen. Meinst du den da? Der hat auch so einen Helm, nee, oder? Nee. Es ist einer, der so auf zwei Beinen läuft, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Aber wir müssen einmal ganz kurz überlegen, ist die Frage, wer sind wir oder wer wären wir? Das ist nicht dasselbe. What? Naja, also das ist doch immer wer wollen, das ist wirklich dasselbe. Du hast gerade fast verraten, dass wir heimlich Dinosaurier sind. Bist du verrückt? Welcher Dinosaurier wollen wir sein? Ja. Oder welcher Dinosaurier glauben wir zu sehr sein? Sehr realistisch. Genau. Ja. Also dann wärst du auf jeden Fall der kleine Giftspritzer. Auf gar keinen Fall. Der ist flamboyant, der hat die coolen Klamotten. Ja, aber ich spritze doch kein Gift. Also manchmal spritzt du schon Gift. Hallo. Du kannst schon giftig sein. Aber ganz selten. Es geht ja auch mehr um die exuberierende Art. Das ist ein schönes Wort. Ja, exuberierend existiert ganz richtig. Es war nicht ganz richtig. Exuberant, glaube ich. Dann möchte ich der Bambi-Raptor sein. Wie bitte? Der Bambi-Raptor. Ich zeige euch den Bambi-Raptor. Da sehe ich mich. Bambi-Raptor. Ist das genehm? Ja, aber es nicht ist ganz halt so auch, giftig. Aber auch ganz schön giftig. Ja, aber ein bisschen weniger giftig. Ich kann fassen, was der Bambi-Raptor heißt. Oder? Ich, glaub, mal, ich denke, dass ich damit nicht so viel verkehrt mache. Der ist nicht sonderlich groß, der ist ein bisschen auffällig. Und der hält es auch in Brandenburg nicht auf dem Dorf Der jagt eine Libelle auf dem Bild, das bin ich. So klein ist der, das ist eine Libelle. Ach, die Libellen waren sehr groß damals, stimmt. Ja, guck die mal waren hier. So vogelgroß. Aber riesig ist der locker trotzdem nicht. Ich glaube, ich wäre so ein klassischer Triceratops. Ja. So einfach. Lass mal Triceratops zeigen. Genau, die hier, guck mal. Die. Ach toll, das ist ein guter. So. Das ist ein guter Dinosaurier. Viereckig. Ein kompakt, Kopf. Genau. Bisschen spitz, bisschen, genau. Bisschen spitz? Naja, der hat ja Hörner. Ach so, meinst du das?
Ja, so spitz im Sinne von rattig verstanden. Ja, ja, ich auch. Das so, hä? Ja. Wieso denn ein bisschen spitz? Spitz ist auch ein ganz komisches Wort, um die eigene Geilheit zu beschreiben, oder? So spitz wie Nachbars Lumpi. Ja. Wow, das habe ich ja lange nicht mehr gehört, geschweige denn gesagt. Gott, oh Gott. Spitz wie Nachbars Lumpi. Lumpi ist wahrscheinlich dann der Hund in dem Szenario, oder? Hund so spitz, ja, ist. Ich glaube, aber, oder? Aber ich meine, also ja, ich glaube, es ist damit gemeint ursprünglich. Aber das kann ja alles sein, ne? Ja. Das kann ja eigentlich, also Lumpi kann ja erstmal eine Menge sein. Aber Lumpi ist auch ein Hundename. Das stimmt. Obwohl ich auch da wieder sagen muss, jeder Name wird zum Hundenamen, wenn du Hund so nennst. Es kann ja auch der Spitzname von dem Sohn sein. Ja, exakt. Das weiß ja auch nicht. Und Lumpi ist in der Pubertät und Lumpi ist auf Duschen. Der heißt vielleicht in Wirklichkeit Lumpiold oder sowas. Und Leopold. Aus Leopold kannst du Lumpi machen. Ja, okay, das stimmt. Oder? Und Jonas? Ich sehe hier jetzt gerade nur noch T-Rexe, wenn ich Dinosaurier eingebe. Ja, der T-Rex ist auch schon so ein bisschen der Headliner unter den Dinosauriern, ne? Oh ja, ich kann mir schon vorstellen, so ein. Ich glaube, ich wäre lieber was ein bisschen schneller ist unterwegs als sowas. Und vor allen Dingen. Boah, wie heißt denn dieser Dinosaurier? Ich weiß auch, welchen du meinst. Sieht aus, als hätte so ein Helm auf. Ja. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Da nee, ist dir das? Pachycephalosaurus vielleicht. Pachycephalosaurus. Das klingt ja sehr spezifisch. Aber das könnte der sein. Ja, ich weiß. Der in Jurassic Park 2. Ja, das ist er. Das ist er. Der wirklich? Den Jeep wegrammt mit dem Kopf. Ja. Das hat mir immer gefallen. Ja, das finde ich gut. Das ist eine gute Wahl. Ja, das ist eine gute Wahl. Das ist so mit dem Kopf durch die Wand. Gefällt mir. Ja, finde ich super. Sehr gut. Ja. Einfach auch so in der Bar, Leute. Headbutton. Ja, bam. Boah, geil. Wie in der einen Folge Homer, als sie Stumpi hatten, den Elefanten. Ja. Am Ende, wo Stumpi in die Freiheit entlassen wird und er greift so einfach alle anderen Elefanten an und steht dann einfach mit diesem Aufseher von dem Park und Marge ist so, warum ist er so, also warum greift er die anderen an? Und er hat gesagt, also einige Leute, muss man sagen, sind einfach nur unerklärlich böse. Ja. Und dann siehst du so auf einmal, dass er sagt, Mr. Simpson, hören Sie auf. Und dann siehst du so, wie Homer mit seinem Kopf die ganze Zeit so gegen seine Typen. Schulter, ne? Genau, wie Stumpi das gerade bei den anderen Elefanten. Es ist der Pachycephalosaurus, ja, genau. Guter Name. Den nehme ich. Super. Passt auch mit dem... Da bin ich zufrieden. Ich finde, wir haben eine gute Dinosaurier-Wahl. Passt mit dem Haarausfall zusammen, alles gut. Tippitoppi. Sehr gut, dann lass uns langsam zum Ende kommen. Ja, ich werde mich... Nur um den Bogen ein bisschen zu machen und die Frage wirklich abschließend zu machen, ich würde wahnsinnig gerne als Pachycephalosaurus Lindner wegrammen, wenn er gerade eine Rede hält. Einmal so ein... Aber weißt du was? Kommst du von der Seite plötzlich auf die Bühne gerannt und er ist gerade dabei zu erzählen, wie Kapitalismus geil ist und so weiter. Ja. Und dann wird er so richtig einen hohen Bogen von der Bühne mit so einem Headbutt runtergeballert. Gestern gelesen, die schlechtesten Umfragewerte aller Zeiten. Lindner? Ich sag mal so, der Markt hat geregelt. Ah, nice. Aber es regelt ihn gerade weg. Also wirklich, also so sehr im Keller kannst du gar nicht sein. Also okay. Deswegen. Immerhin. Oder? Immerhin. Ja. Ich glaube, ich würde neben Olaf die ganze Zeit sein, einfach um ihn so ein bisschen so den Rücken zu stärken. Damit er einmal wenigstens ein bisschen so Präsenz... Damit er so ein bisschen Rückgrat hat. Dürfte er dich zu einer Konferenz reiten, zum Beispiel, zu einer Pressekonferenz, so reinkommen. Also wenn ich... Das würde ihm sehr viel mehr Autorität geben. Genau. Ey, so viel mehr. Also wenn unser Präsident auf einem Triceratops angriff... Kanzler. Genau. Dann schon das wäre schon cool. Ja. Können wir nochmal ein gutes Getreideabkommen. Ja. Ich sehe aus, als würde ich irgendwo stehen und lästern. Der sieht wirklich aus wie so ein Dinosaurier, der schlecht über die größeren Dinosaurier redet. Ja. Das ist so ein bisschen der Vibe. Und dazu raucht. So, da sehe ich mich. Sehr gut. Schreibt, also wir haben noch 4 auf unserer To-Do, das machen wir, arbeiten wir jetzt einfach fleißig ab. Ja. Ansonsten, ich mache mich auf die Arbeit, die Querflöte zu verkaufen, die King-Querflöte. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ich freue mich, ich habe jetzt eine Woche Zeit. Und also eine Woche immer der Tonus, den ihr euch gegeben habt? Genau, jede Woche eins. Ja. Also, du kannst ja auch. Also, wenn es halt bis dahin verkauft. Genau. Ja. 18.05. Jonas Imam. Und dann kommen wir in den Mehringhof-Theater. Bitte komm vorbei. Mein Solo heißt Uncool, der Inhalt ist aber cool. Genau. Also, nice. Ich bin hart am Arbeiten. Ich gehe sogar in ein Büro, um zu arbeiten dafür. Wirklich? Ja. Mega. Finde ich so gut. Pro. Finde ich richtig gut. Falk Bischek ist jetzt geht die Tour los. Ey, am Sonntag habe ich Tourauftakt. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich Tourauftakt. Genau. Sehr gut. Kommt rum. Es gibt noch ein paar Städte, die könnten noch ein bisschen. Also Oldenburg wäre geil, da würde ich mich freuen. Erlangen würden wir nehmen. Ja. Ansonsten, ich glaube, Bielefeld ist ausverkauft, wo ich denke, danke, aber
Warum? Ja. Vielen Dank dafür. Und im Herbst kommen auch nochmal Termine. Ja. Weil einige geschrieben haben, ah, das ist mir jetzt zu weit weg und so. Danke für alles. Im Herbst kommen nochmal Termine. Ich habe vergessen zu sagen, ich bin noch bei der Mad Monkey Tour dabei, bei 7 Terminen. Ihr findet die alle auf meiner Homepage. Und last but not least, ich bin, wenn die Folge rauskommt, am Samstag bin ich gerade in Krefeld. Dort spiele ich mein Solo. Da gibt es noch ein paar Tickets. Und im März habe ich noch einen Termin, und zwar Dresden am 14. März. Nice. Kommt gerne vorbei. Scheune? Muss ich noch gucken. Ja. Genau. Ansonsten, kommt gut nach Hause. Nehmt immer die volle Kaution. Und Gott schützt das Internet. Tschüss. Schön, dass es euch gibt. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Mit Punchlines.